Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Eine weitere Erzählmer-Folge. Heute an meiner Seite Yannick Stark. Freut mich, dass du da bist. Du bist Profifußballer, wie die ein oder anderen wissen werden. In diesem Sinne würde ich sagen, erzähl mal. Mein Name ist Yannick Stark, beruflich Fußballprofi, bin mittlerweile 32 Jahre alt. Hab den Großteil meiner Karriere in Deutschland verbracht, bin jetzt seit letzten Sommer hier in der Türkei. Und ja, ich glaube, alles Weitere wird jetzt im Gespräch dann auch folgen. Wie bist du denn zum Fußballspielen überhaupt gekommen? Ich würde sagen, durch meinen Papa ist es gekommen. Also der ist auch relativ fußballverrückt, hat früher selber, sag ich mal, ein paar Bauernmannschaften trainiert auch. Wenn ich das jetzt, wenn er wahrscheinlich beleidigt sein wird, wenn er das jetzt hört. Wo kommst du her? Also wo bist aus du Darmstadt. Okay. Ich bin in Darmstadt geboren und da, sag ich mal, paar Mannschaften im Umland trainiert. Und da bin ich dann als Kind auch schon immer mit auf dem Sportplatz geschliffen worden. Und auch in die Stadien. Also wie gesagt, der ist fußballverrückt. Waren wir bei Darmstadt 98 viel im Stadion, ab und zu auch bei Eintracht Frankfurt damals. Und ja, so ist es dann gekommen, dass ich mich sozusagen für den Fußball angefangen habe zu interessieren. Und dann eigentlich von Kindesbeinen an irgendwie eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Wann bist du denn im Verein gekommen? Wie alt warst du? Vier, würde ich sagen. Also irgendwie so Bambini-Jugend halt, wo man dann anfängt, da so Kinderfußball, wo dann 11 oder keine Ahnung, wie viel es dann sind, oder 5 Leute dann den Ball hinterher rennen. Aber ja, schon relativ früh. Ich glaube, sobald es möglich war, sich da anzumelden, bin ich da auch rumgerannt. Wie lange warst du in dem Verein? Wann bist du das erste Mal gewechselt? Das müsste in der C-Jugend gewesen sein. Also das war dann, C-Jugend Oberliga hat sich das damals geschimpft, weiß nicht, wie jetzt heute da die Ligen sich nennen. Das war damals die höchste Spielklasse, die man spielen konnte, Oberliga Hessen. Da bin ich dann zu HSV Dieburg gewechselt. Genau, das war dann mein erster Wechsel von der SGA Heilung zu HSV Dieburg. Und dann habe ich dort 2 Jahre gespielt in der C-Jugend und dann geht's halt los, dass dann so langsam Hessen-Auswahl etc. und größere Vereine aus dem Umland dann auf einen aufmerksam werden. Und nach den 2 Jahren bin ich dann zu Eintracht Frankfurt in die Jugend gewechselt, in die U16 damals. Welche Position hast du damals gespielt? Eigentlich schon immer so im Mittelfeld, aber dann noch ein Tick offensiver, da teilweise so, sag ich mal, 8er, 10er Position. Und dann so mit dem Alter ging es eigentlich immer so einen Tick weiter nach hinten. Du bist ja jetzt nicht, du bist nicht klein. Du bist 1,85, 1,86, sagen wir mal so. Warst du damals auch schon größer? Also warst du schon gut ausgebaut? Ich zum Beispiel, ich war, glaube ich, gefühlt mit 12 war ich 1,10 Meter groß. Also ich war immer ein bisschen kleiner. Ja. Wie war es bei dir? Nee, eigentlich normal. Also ich war immer, ja, ich würde sagen normal. Ich habe jetzt auch nie irgendwie einen riesen Wachstumsschub irgendwie gehabt oder dass ich jetzt mal eine Jugend gehabt habe, wo ich sage, da war ich den anderen körperlich überlegen. Also gar nicht, ich würde sagen. Weil das ist ja meistens, dass man sagt, wenn du vielleicht frühreif gewesen bist, dass man sagt, okay, du bist viel besser als die anderen, weil du auch schon körperlich besser ausgewachsen bist. Aber war bei dir nicht der Fall? Nee, war bei mir nicht der Fall. Aber wie du ansprichst, da waren eigentlich viele Jungs, die dann in der C-Jugend die Megatalente waren oder B-Jugend, keine Ahnung. Und dann halt irgendwann auf der Strecke geblieben sind, weil sie sich ganz einfach körperlich nicht mehr weiterentwickelt haben. Und dann sind halt, die konnten sich dann ganz lange auf ihre körperliche oder physische Komponente halt verlassen. Ja. Und dann ist dann irgendwie so ein bisschen Technik, Taktik, keine Ahnung, so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und dann hat es nicht bis ganz nach oben gereicht. Hast du damals schon gemerkt, dass du so ein bisschen besser bist als die anderen? Naja, jetzt bei den, sag ich mal, bei den ersten Vereinen. Genau, jetzt bei den ersten Vereinen, ja. Ja, da hast du dann schon gemerkt, dass du dann, keine Ahnung, die meisten Tore gemacht hast oder irgendwie schon so der wichtigste Spieler warst oder, keine Ahnung, von Trainern gepusht wurdest, das hast du dann schon gemerkt. Und es war dann aber mit dem Schritt zu Eintracht Frankfurt, in dem Moment warst du, sag ich mal, schon, ja, man spricht ja immer vom Haifischbecken Profifußball, aber da warst du schon so, sag ich mal, in so einem kleinen Becken, in so einem Vorbecken, würde ich mal sagen, wo du es schon gemerkt hast, okay, hier hat jeder jetzt wirklich den Traum, Fußballprofi zu werden. Das war vorher, da hast du Jungs gehabt, die spielen halt Fußball, weil sie es mögen, in der Mannschaft zu sein oder diese, keine Ahnung, weil sie halt ganz einfach gern kicken. Klar, ja, Hobby einfach. Genau. Mhm. Und da dann aber bei Eintracht Frankfurt war schon, wo du gemerkt hast, okay, da sind jetzt 20 Leute im Kader und von den 20 hat jeder den Traum, Fußballprofi zu werden. Und der kann das auch. Also es ist jetzt nicht so wie bei den ersten Mannschaften, wo man sagt, da gibt es 1, 2, die sind ein bisschen schlechter. Sondern bei Eintracht Frankfurt war es dann auch bestimmt, dass alle leistungsorientiert sind und auch wirklich Fußball spielen können. Auf jeden Fall halt auf einem anderen Level. Ne? Da hast du natürlich schon gemerkt, der eine ist ein bisschen besser, der andere hat schon Defizite oder wird es wahrscheinlich schwer haben. Ja. Und ja, aber es gibt ja auch ganz viele Geschichten auch bei uns, die sind dann teilweise aussortiert worden in der B-Jugend. Jan Kirchhoff ist das beste Beispiel. Den haben sie dann gesagt, nee, reicht nicht und soll irgendwie was anderes machen. Und dann spielt er gefühlt 4 Jahre später, unterschreibt er einen Vertrag bei Bayern München. Ne? Also krass. Das sind dann alles so, man kann die Entwicklung gerade in der Jugend, finde ich, kann man nicht so wirklich vorausahnen. Und klar hat man dann schon so ein paar Fingerzeige gemerkt und
manche waren dann schon irgendwie extrem gut und wurden dann dementsprechend auch vom Verein gepusht und gefördert. Und andere dann halt, die mussten sich, sag ich mal, mehr erkämpfen. Was du, denke ich, auch bestätigen kannst, Fußball ist ja auch mittlerweile ein großes Geschäft, was leider auch dazugehört. Weil es sehen hier auch, diese Videos sehen auch ganz viele jüngere Leute, die dann auch verstehen müssen, dass wichtig, wenn du aussortiert wirst, heißt nicht, dass du gar kein Talent hast. Du sagst, dass Jan Kirchhoff, bestes Beispiel, dann 4 Jahre später unterschreibt. Das Wichtige ist, dass auch wenn man Rückschläge hat, dass man trotzdem weitermacht, denke ich, und einfach sein Ziel verfolgt und versucht, immer besser zu werden. Denke ich, kannst du auch bestätigen, oder? Ja, ja, klar. Also es gibt, und wie du auch schon angesprochen hast, die körperliche Komponente. Mhm. Ich glaube jetzt, Marco Reus ist auch so ein Beispiel, der, glaube ich, als Junger da ganz schmächtig war und da irgendwo auch in Dortmund weggeschickt wurde und dann auch über ein paar Umwege dann wieder den Weg dorthin gefunden hat, Nationalspieler wird und eine riesen Karriere hinlegt. Also, glaube ich, auch aus Vereinssicht ist es, glaube ich, auch schwer, schon relativ früh irgendwie so genau die richtigen Talente zu entdecken und zu fördern dann. Aber ich denke, da ist auch für den einen oder anderen Verein dann schade, wenn man sagt, guck mal, den haben wir weggeschickt. Mhm. Der hat dann doch da unterschrieben. Also das Talent hat sich dann doch noch gezeigt, dass es da ist. Aber es gehört leider zum Geschäft. Wie war das denn für dich, dieser Schritt, wo du gemerkt hast, Eintracht Frankfurt will dich haben? Weil es ja ein Verein, den jeder in Deutschland kennt. Oder wie ist es dazu gekommen? Erzähl es mir ein bisschen. Ja, wie gesagt, dann ging es los mit Hessen-Auswahl. Und dann, sag ich mal, also soll es nicht böse klingen, aber ich glaube so, die haben sich damals noch keine große Platte gemacht, jetzt die Scouts oder die Trainer von Eintracht Frankfurt. Die haben dann geguckt, ja, wer ist da aus welchen Vereinen mal eingeladen worden in die Hessen-Auswahl und den nehmen wir dazu. Und sind sich dann halt auch sicher, wenn die heute als Eintracht Frankfurt anrufen und sagen, ja, wir haben Interesse an ihrem Sohn oder direkt an dir Interesse, da sagst du als Kind oder als Heranwachsender sagst du nicht nein. Klar. Das ist dann eine Chance, die du gern wahrnehmen willst. Ja, dann sind wir, oder als ich dann dahin gekommen bin, das ist dann halt alles, sag ich mal, eine Nummer größer. Also du hast dann gleich, keine Ahnung, bei den anderen Vereinen, da bist du mit deinem Lieblingstrikot von deinem Lieblingsverein, bist du da aufgetaucht und hast halt gekickt und jeder ist da vogelwild rumgelaufen. Und da kommst du halt hin, dann kriegst du erstmal eine komplette 3 Taschen gefüllt mit Trainingsausrüstung, wo halt überall Eintracht Frankfurt und alles halt, ja, ist halt dann geil, ne? Und dann, wo du irgendwie einen Trainingsplan hast, wo du dich dementsprechend kleiden musst, dass dann jeder auch einheitlich dann da rumläuft. Dann war das gerade noch diese U16-Jugend, war die Balljungen-Jugend. Also da bist du dann jedes Wochenende, hast du dann halt am, oder jedes zweite Wochenende bei Heimspielen hast du dann im Stadion gestanden, vor 50.000 da und warst dann hautnah dran, hast dann das erste Mal die Profis gesehen und da das Spiel so mitbekommen. Und also das war dann schon alles, also die hatten schon Argumente gehabt, um dich zu locken. Also klar, da sagst du nicht, das lehnst du nicht irgendwie ab. Also war schon dann, sag ich mal, eine komplett andere Hausnummer. Aber diese ganze Professionalität kommt ja dann auch das erste Mal zum Vorschein. Du sagst es, du kommst da an, kriegst eine ganze volle Tasche und die Trainingspläne und dann wahrscheinlich auch das Trainingsgelände, was bestimmt anders war als bei den anderen Vereinen. Dann erzähl mir mal so ein bisschen die Zeit in deiner Jugend bei Frankfurt. Was gibt es da so an besonderen Momenten oder Momente, wo du sagst, positive, negative Momente, wo du dich auf jeden Fall dran erinnerst? Ja, und war, sag ich mal, eine intensive Zeit, die mich irgendwo auch geprägt hat. Also ich bin jeden Tag von Darmstadt nach Frankfurt mit der S-Bahn gefahren, hat parallel noch die Schule logischerweise gehabt. Und da ist schon, sag ich mal, nebenher relativ viel auf der Strecke geblieben. Aber irgendwo, ja, hat mich das auch zu dem gemacht, was ich irgendwie dann mal geworden bin, ne? Oder was ich heute bin, dass man da halt nicht sehr viel geschenkt bekommt. Und ja, wie gesagt, war eine sehr intensive Zeit und ja, coole Zeit. Also dann gab es dann auch internationale Turniere, wo wir dann nach Amerika geflogen sind. In der Schweiz hatten wir ein Riesenturnier, wo du dich dann mit Mannschaften, keine Ahnung, wie Benfica etc. da gemessen hast. Tottenham weiß ich noch und dann Anderlecht gegen Lukaku dann gespielt. Ne? Das wird einem dann so später, wird einem das dann alles so bewusst. Das wäre jetzt die Frage, wer waren denn so Spieler, gegen die du gespielt hast? Kannst du dich an irgendjemand erinnern? Ja, wie gesagt, Lukaku ist, glaube ich, so das Prägendste. Mhm. Dann Toni Kroos hat man dann gegen den gespielt. Also so, wo ich sage, die jetzt richtige Weltstars geworden sind. Waren die damals schon so gut? Ja. Also sind die schon sehr herausgestochen? Schon gemerkt. Also Lukaku war damals schon... Was war das? U17 war der halt schon gefühlt 1,90 Meter groß. Ja. Und er halt schneller wie jeder, dem konntest du halt den Ball gar nicht abnehmen. Der ist an dir vorbeigerannt. Und das war eigentlich so ein typisches Beispiel, wo du halt gedacht hast, okay, vielleicht bleibt er irgendwann mal auf der Strecke, aber der ist halt jetzt heutzutage immer noch ein Monster und ja, lässt er halt irgendwelche Serie A-Verteidiger alt aussehen. Das war halt damals schon krass und ja, Toni Kroos hast du natürlich auch gesehen, dass der was Besonderes war. Wie war denn so der Schritt, beziehungsweise du hast ja dann sehr professionell, sage ich mal, professionellen Jugendfußball gespielt, sagen wir mal so. Wusstest du da schon, dass es richtig in Richtung Profis geht? Also den Traum haben ja viele, aber dass man dann schon weiß, okay, wenn ich jetzt genau so weitermache, schaffe ich es auch? Oder wie war das so mental für dich? Ja, das kann man pauschal, kann man das ja sowieso nicht sagen und sagen, wenn ich jetzt so weitermache, irgendeine Tür wird sich schon öffnen. Na, was hast du dir denn gesagt in der Zeit? So, was ging in deinem Kopf ab, wenn du jetzt so 15 Jahre, sind ja 15 Jahre jetzt, die du zurückblicken musst?
Um ehrlich zu sein, habe ich mir zu der Zeit keine große Platte gemacht. Also ich habe so in den Tag reingelebt. Wie gesagt, hatte mit der Schule parallel noch Stress. Dann, und du machst einfach dein Ding. Du bist, sag ich mal, wie in deinem Hamsterrad drin und machst da dein Ding und nimmst dann jede Herausforderung, wie sie dann kommt, nimmst du an. Und da hast du ja nach jedem Jahr, wird der ja knallhart ausgesiebt, wer dann nicht so und so viel gespielt hat oder wer sich nicht weiterentwickelt hat. Da heißt es dann, sorry, du wirst nicht in die nächste Jugend übernommen oder jetzt spielst keine Rolle in den Planungen von irgendeiner Amateurmannschaft oder so. Und da hast du dann, oder habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe dann, oder habe mich auch persönlich weiterentwickelt. Ich bin dann immer, habe dann immer einen Step auch innerhalb der Mannschaft, dann, wo du am Anfang gekommen bist von einem kleinen Verein, sag ich mal, wirst du so ein bisschen belächelt oder dann halt wird so ein bisschen geguckt, dann bist du erstmal der sich so ein bisschen akklimatisiert. Und dann war aber, habe ich sozusagen für Saison so einen Step gemacht, dann als jüngere Jahrgang A-Jugend, dann schon meine Einsätze oder im Prinzip Stammspieler gewesen, dann ältere Jahrgang A-Jugend, dann teilweise ja irgendwie Kapitän oder irgendwas gewesen, also dann absoluter Stammspieler und Führungsspieler in der Mannschaft, dann schon als jüngerer Jahrgang schon an die U23 rangeführt worden. Und so merkst du halt, dass du dann irgendwie immer so den nächsten Step gehst und es halt sozusagen immer weitergeht. Aber ich habe da jetzt nicht oder durftest dann auch mal bei den Profis mittrainieren oder mal bei den Profis ein Testspiel mitmachen, irgend so ein, keine Ahnung, so ein Kneipenauswahlspiel oder so. Also es war jetzt nichts, ja, wo du sagst, du bist da jetzt Teil oder dass ich da jetzt mal an einem Spieltagskader geschnuppert hätte. Aber so, du hattest irgendwie immer so einen nächsten Step, wo du so drauf hingearbeitet hast. Und ich würde sagen, die haben dir so ein bisschen Blut gegeben, dass du so ein bisschen schnupperst an der, an der Luft, die da oben ist, dass du bloß nicht wegrennst oder dass sie dir das Gefühl geben, dass wenn du weitermachst, dass du genau da landest. Mhm. Weil das sieht man ja ganz oft bei vielen Profis oder angehenden Profis, die dann das erreichen, was du erreicht hast. Du hast erzählt, du hast auch bei den Profis mal so ein bisschen trainiert gehabt. Mhm. Wer waren so da bei den Profis damals, als du hochgekommen bist? An wen kannst du dich erinnern? Yannis Amanatidis, der war damals Kapitän auch von der Eintracht. Und hast du schon gemerkt, so seine Ausstrahlung und so. Also da wolltest du keine Faxen machen mit dem. Mike Franz ist mir im Gedächtnis geblieben. Der war bei Frankfurt? Mhm. Wusste ich gar nicht. Ja. Der war auch bei Hertha gewesen. Ist du der gleiche Mike Franz, über den wir sprechen, oder? Verteidiger. Ja? Krass, ich wusste gar nicht, dass der bei Frankfurt gewesen ist. Und der war, muss ich sagen, ein cooler Typ. Also der hat auch gleich, auf dem Feld wirkt der immer so ein bisschen assi oder der so über die Grenze aufgeht. Oder unbeliebt war, aber so, der hat gleich zu uns Jungen ein bisschen Lockerheit eingeimpft und so, macht das locker und keine Ahnung, hat uns ein bisschen verarscht und so. Also klar, der war so ein offener Typ. Marcel Heller zum Beispiel, aber den habe ich jetzt nur so auf dem Schirm, weil wir dann später nochmal oder relativ lang zusammengespielt haben. Chris, der Brasilianer, hinten. Oh, den kenne ich auch noch, ja. Der Grieche, wie hieß denn der? Kyriakos, irgendwie so ein. Welches Jahr waren das? 2008, 2009, sowas müsste das gewesen sein. Wie ist es denn für dich, oder beziehungsweise erzähl mir mal ein bisschen, wie war so der Leistungsunterschied? Jugend und dann Profis, erstes Training. Wie war das? Ja gut, also ich muss sagen, so ich habe immer, sobald ich bessere Mitspieler gehabt habe, ich habe mich immer so relativ schnell so angepasst, ja, so positiv angepasst. Und das ging, also ich bin da jetzt nicht abgefallen, dass ich irgendwie sah, oder dass die zu mir gesagt haben, was bin ich für ein Opfer oder irgendwas. Also ich konnte da gut mitspielen und hat wirklich auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Warst du aufgeregt? Klar. Ja, richtig aufgeregt. Also ich glaube, es wäre schlimm gewesen, wenn nicht, wenn du von der Jugend da hochkommst mit den ganzen Bundesliga-Stars, sage ich mal. Wie waren Frankfurt, die Profis, wie waren sie so leistungstechnisch zu dem Zeitpunkt? Weil da war ich ja noch einen Ticken jünger, da hatte ich noch Frankfurt gar nicht auf dem Schirm. Da waren die schon Bundesliga, aber eher so, haben wir mal, mussten aufpassen, dass sie nicht absteigen. Also waren eher so, sag ich ja, hinteres Mittelfeld, würde ich sagen. Aber Bundesliga-Mannschaft ist Bundesliga-Mannschaft, muss auch erstmal ins Training kommen. So ist es. Dann hast du so ein bisschen Luft bekommen, geschnuppert ein bisschen an der Bundesliga-Mannschaft. Was dann passiert? Erzähl mir so ein bisschen deinen weiteren Werdegang. Dann bin ich, also das Jahr Amateure habe ich dann noch gespielt und es war auch ganz gut, weil ich parallel mein Abi noch machen konnte. Also gerade bei den Amateuren ist dann, also das ist, sag ich mal, noch sehr jugendhaft geprägt. Ne? Also du hast, da ist, glaube ich, der Älteste, den du dann hast, der ist vielleicht 22, 23, aber du hast da jetzt nicht so eine richtige Hierarchie oder irgendwelche Ex-Profis, die viel zu erzählen haben oder so. Ne? Das ist dann alles noch, würde ich sagen, behütet. Ne? Ist einfach eine weitere Stufe vom Jugendfußball. Und dann bin ich zu Darmstadt 98 gewechselt, in die Regionalliga damals. Aber hatte im Prinzip einen Vertrag bei Duisburg unterschrieben, damaliger Zweitligist. Und wurde dann postwendend zu Darmstadt ausgeliehen, das eine Jahr. Okay, das bedeutet, Frankfurt hast du ein Angebot von Duisburg bekommen. Warum bist du nicht bei Frankfurt geblieben? Haben sie dir keinen Profivertrag geboten? Genau, also die Perspektive nach oben, die hat es nicht gegeben. Also klar hätten die mich jetzt gern für die zweite Mannschaft behalten. Aber so mal, oder ich war jetzt an dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt den nächsten Step machen und will mich ganz einfach austesten. Wie alt warst du da?
19, 18, 19, so, ja. Also nicht mehr so jung. Also ist okay, ein junger Spieler, aber schon, wo man sagt, Profivertrag ist schon möglich. Genau, also, und klar wärst du dann in Frankfurt geblieben, wenn die mir heute irgendwie gesagt hätten, du trainierst bei den Profis mit oder kriegst einen Profivertrag, aber wirst überwiegend bei den Amateuren eingesetzt, dann sage ich, okay, das wäre eine Perspektive gewesen, die mich irgendwie weiterbringt. Und da war halt aber jetzt nur in dieser U23 spielen und dann da halt vielleicht irgendwie noch ein wichtigerer Spieler zu sein oder so, da hat mir so, keine Ahnung, so ein bisschen die Perspektive gefehlt. Also ich wollte da jetzt den nächsten Step machen. Und es kam im Prinzip auch nur so zustande, dass mich der Trainer von Darmstadt damals unbedingt wollte und der sehr gut connected war mit dem damaligen sportlichen Leiter von Duisburg. Also das war Bruno Hübner, war, weiß ich, ob er dir was sagt. Nee. Der war sportlicher Leiter in Duisburg und mein Trainer damals, Costa Runjaric, in Darmstadt. Und die kannten sich halt gut und haben diese, sag ich mal, die beiden so ein bisschen so einen Deal gemacht. Ne? Der hat halt gesagt, ich will den Spieler unbedingt haben, aber ich kann den halt nicht mit nur Darmstadt 98 locken. Und dann haben die mir, ja, so rückblickend gesehen, eher einen lächerlichen Zweitliga-Vertrag gegeben. Aber mir hat allein die Perspektive gereicht, einen Zweitliga-Vertrag zu haben. Und wie gesagt, dann kam direkt diese Leihe nach Darmstadt und das Jahr ist dann ehrlicherweise perfekt gelaufen für mich. Wusstest du schon, dass es so kommen wird, dass du bei Duisburg unterschreibst und zu Darmstadt ausgeliehen wirst? Genau. Wusstest du schon? Mhm. Da warst du auch einverstanden mit? Genau, das war Teil des Deals und wo ich auch so für mich gesagt habe, okay, jetzt nochmal ein Jahr Regionalliga spielen bei einem, sag ich mal, Profiverein, wo du auch Ältere dabei hast, wo du vielleicht ein bisschen Zuschauer schnuppern kannst und so alles nochmal ein bisschen mitnimmst und da halt absolut Spielpraxis zu bekommen, sicher zu sein, dass da ein Trainer hinter dir steht und dann den nächsten Step, dann nach dem Jahr schauen, wie das läuft und dann in Duisburg den nächsten Schritt dann gehen. Okay, dann hast du angesprochen gehabt bei den Amateuren. Du hast ja bei Frankfurt dann auch wahrscheinlich einen Vertrag gehabt, Amateurvertrag oder was auch immer. Wie sieht es denn da finanziell aus? Was hat man da so bekommen? Es ist für die Leute nur als Einschätzung, weil viele, das erwähne ich auch in jedem Video, es geht hier nicht darum, irgendwie zu wissen, wie viel du jetzt in deinem Portemonnaie hast, sondern einfach aus dem Grund zu wissen, was war denn zu der Zeit möglich, was ist denn heute möglich, dass man so einen kleinen Vergleich ziehen kann. Gib mir mal, wenn du magst, nenn mir genaue Summen, wenn du magst, gib mir irgendwie eine Einschätzung. Du kannst auch gar nichts sagen, wie das am besten passt. Nee, ich müsste lügen, also ich weiß jetzt wirklich nicht mehr auf. Dann schätz mal, kannst du es schätzen, was du bei Frankfurt damals verdient hast in deinem letzten Frankfurt-Jahr? Ich glaube, das waren so 2.500 brutto oder so, Grundgehalt. Und dann hast du noch pro Spiel, keine Ahnung, 300-400 Euro bekommen, irgendwie Auflauf oder Siegprämie, keine Ahnung. Also man muss sagen, aber auch nicht wenig Geld, oder? Oder gerade halt, als Junger halt. Ne? Also ich habe zu Hause noch im Kinderzimmer gewohnt. Und das ist dann natürlich, na klar, Geld, mit dem du was anfangen kannst. Okay, dann bist du zu Duisburg. Hast du einen Profivertrag bekommen? Ja, also Welche Liga hat damals, die zweite Liga, ja? Und Darmstadt war auch schon geplant, dass du zu der zweiten gehst dann regional. Oder war Darmstadt, war die erste war in Regionalliga, ne? Genau. Okay, stimmt, das war die Zeit. Genau, stimmt, das muss ich mir jetzt auch wieder überlegen, weil Darmstadt ist ja relativ spät dann wieder groß geworden, sage ich mal. Genau. Wie war dieser Moment, wenn du weißt, du arbeitest auf einen Moment hin, Profi werden, und dann siehst du einen Vertrag, Profivertrag. Heißt nicht, dass du Profi bleibst, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wie war das für dich? Ja, auch krass. Ne? Dann bist du halt hingekommen und dann das erste Mal so Medizincheck. Ne? Die hatten da auch so ein riesen Krankenhaus oder keine Ahnung, wie ich das war, glaube ich, auch vom MSV selber war das so eine, ja, wie gesagt, irgend so ein Abteilung. Ja, keine Ahnung. Und es war halt dann schon, wo du so gemerkt hast, okay, alles ein Tick professioneller, ein bisschen ans Trainingszentrum gefahren. Halt auch alles vom Feinsten damals. Und das war, glaube ich, relativ neu. Und dann so Kleinigkeiten, die man heute, sag ich mal, irgendwo als Profi so ein bisschen als selbstverständlich ansieht, aber dann hast du halt große Augen gemacht. Ne? Da war dann so ein Entmüdungspool, Kältebecken, Sauna, Ruhebereich. Entmüdungspool? Was ist das denn? Also so ein Whirlpool halt. Ne? Okay. So ein, okay. So ein Wärmebecken. Ja, da halt, zum Entspannen einfach genau, so. Genau. Und da war halt die Kabine riesengroß und so. Also da hast du dann schon gemerkt, okay, das ist jetzt schon das, wo du hin willst. Ne? Ich glaube, für einen jungen Profi oder für einen jungen Spieler auch erstmal so beeindruckend alles. Du hast es gerade gesagt, alles viel größer, professioneller. Dann gib mir einen kleinen Einblick, was man so verdient. Erster Profivertrag bei MSV Duisburg, zweite Liga. Gib mir okay, dann sag nichts, dann schätze ich. Und du musst nichts sagen, okay? Ja, zumal ich weiß es nicht mal, aber schätze mal. Ich habe auch eine Zahl im Kopf, okay, wo ich schätzen würde. Dann kannst du ja sagen, ob ich weit entfernt bin oder nicht. Ihr könnt es übrigens wie immer auch jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was Yannick Stark verdient hat. Also ich schätze, Als Jugendspieler, der aus der Regionalliga kommt, zum MSV Duisburg. Ja, zweite Liga. Ich muss sagen, ich glaube, MSV Duisburg ist nicht gerade der finanziell stärkste Verein, glaube ich. Damals? Also, ja, besser damals gewesen. Schon, aber muss ja auch meine Situation einschätzen. Okay, aber gut, dass du es gesagt hast, weil jetzt ist die Zahl schon mal ein paar Prozent hochgegangen. Ich schätze, du hast bekommen also 2.500. Sie leihen dich aber aus. Weiß nicht, ob das mit
wichtig ist, dass sie dich nochmal ausleihen beim Gehalt? Ist das wichtig? Nee, das war eigentlich dann rein. Okay, okay. Dann sage ich, du hast bekommen... Ich sage jetzt auch, woran ich das festmache. Mhm. Chinedu Ede, weiß nicht, ob du den kennst, ja, der bei Hertha war. Mhm. Der hat in seinem ersten Jahr 8.000 Euro bekommen, brutto, bei Hertha. Der war aber auch mit 17 schon Profi geworden. Ich sag, und du absolutes hast... Megatalent von Berlin. Ja, okay. Du gibst mir gute Tipps. Ja. Ich sag, du hast bekommen 5 bis 6. Hätte ich jetzt auch geschätzt, ja. Okay, also kommt guter. Muss also ich sagen? Ich kann es jetzt wirklich nicht mehr aus dem Kopf raus sagen, aber ich glaube eher so 4, 5 sowas, die Richtung wird es gewesen sein. Also gar nicht so viel mehr wie bei Frankfurt. Wenn du sagst 2,5 bei Frankfurt brutto. Nein, dann wäre es ja dann schon mehr oder weniger das Doppelte. Ne? Ja, ja, klar, aber ich meine, es oder ist ein Profivertrag. Redest du jetzt von netto? Nein, nein, um Gottes Willen. Aber ich meine, es ist ja ein Profivertrag. Die meisten denken jetzt bestimmt, wenn du einen Profivertrag kriegst, dass du da jetzt halber Millionär bist. Mm-mm. Also das muss man den Leuten auch klar machen, dass der erste Vertrag meistens auch sehr schlecht ist. Oder was heißt sehr schlecht? Es ist deinem Alter entsprechend. Ja, zumal, ich meine, zu meiner Zeit war das, wenn jetzt einer von der Eintracht-Jugend einen Profivertrag bekommen hat, dann waren die immer an der Untergrenze. Und ich glaube, ein Profivertrag oder ein Bundesliga-Vertrag damals, keine Ahnung, wie die Regelung war, da musstest du mindestens irgendwie 3.600 Euro, glaube ich, verdient haben. Also was oder, gibt's ja? Ja, also die konnten, du kannst kein, damals war das so. Okay, rein gesetzlich ist das. Meines Wissens nach, okay, dass du keinen Profivertrag unterschreiben konntest, wo du jetzt in Anführungszeichen nur 2.000 Euro verdienst. Also du musstest mindestens diese 3,6, glaube ich, drin haben. Und das haben dann halt die meisten Vereine dann auch so gemacht, glaube ich. Dann bist du zu Duisburg, du hast unterschrieben. Du bist, hast du mit dem Training von Duisburg irgendwie was zu tun gehabt oder hast du unterschrieben und direkt Darmstadt? Ja, im Prinzip war das so. Also ich hatte den Sportdirektor dann kennengelernt, den Bruno Hübner. Aber im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob ich den Trainer damals, Milan Sasic, ob ich den damals kennengelernt habe, kann ich dir gar nicht genau sagen. Und ich kann mich noch an ein Training erinnern, da war Länderspielpause. Und da bin ich dann mal eine Woche oder 4 Tage oder was, keine Ahnung, bin ich nach Duisburg hochgefahren und habe da mal eine Woche mittrainiert, um reinzuschnuppern. Aber ansonsten hatte ich mit Duisburg eigentlich nichts am Hut gehabt. Dann bist du rüber nach Darmstadt. Wie war es? Du kommst da an, relativ professionell auch Darmstadt, Regionalliga. Wie war das für dich? Hast du Einsatzzeiten gehabt? Gib mir so ein bisschen Einblick über deine ganze erste Saison. Ja, die ist im Prinzip perfekt gelaufen. Also ich bin da hingekommen und Darmstadt, meine Heimatstadt, sozusagen mein Heimatverein. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, da als Kind schon im Stadion gewesen. Und war irgendwo schon ein cooles Gefühl dann für seine Stadt zu spielen. Und dann bist du halt, wenn du da ein Heimspiel hast, der dann ist gefühlt, dein halber Freundeskreis guckt zu, dann siehst du da im Fanblock irgendwelche, mit denen du mal in der Schule warst oder mit denen du mal zusammen gekickt hast oder gegen die du gekickt hast. Und es war schon, sag ich mal, was Besonderes. Und ja, der Trainer damals, der wollte mich unbedingt, also auch, muss ich sagen, einer meiner besten Trainer, die ich in meiner Karriere gehabt habe, und hat mich da extrem gefördert und gepusht. Und ja, die Saison ist dann perfekt gelaufen. Also die Hinrunde war noch so ein bisschen, sag ich mal, war okay. Also Darmstadt war ja zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, ein grauer Mausverein in der Regionalliga. Ja, wie gesagt, Hinrunde war okay. Waren so ein bisschen, keine Ahnung, 6., 7, so die Richtung würde ich aus dem Bauch raus schätzen. Dann gab es irgendwie Insolvenzen. Da sind, glaube ich, 1, 2 Vereine sind insolvent gegangen in der Liga. Und das hat uns dann nochmal extrem in die Karten gespielt. Und auf einmal hatten wir so Aufstiegsluft schnuppern können. Und haben das dann am Ende auch wirklich durchgezogen und haben, glaube ich, die kompletten letzten 10 Spiele haben wir, glaube ich, alle gewonnen. Wow. Und sind am Ende halt aufgestiegen. Und da war dann so, ich meine, der Riese Darmstadt ist da in der Zeit dann wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, auferstanden oder wieder zum Leben erweckt worden. Warst du in der Jugendnationalmannschaft? Warst du Nationalspieler? Da war ich bei einem Lehrgang, war ich mal in der U17, glaube ich, oder U18, keine Ahnung. Und habe mich dann wahrscheinlich so gut angestellt, dass nie wieder ein Anruf gekommen ist. Du wirst ja ausgeliehen. Genau. Nur für eine Saison? Oder? Genau, also okay. Wie gesagt, der Plan war so, dass ich in Darmstadt Spielpraxis bekomme oder da weiter Spielpraxis habe und dann im Sommer im Prinzip nach Duisburg zurückgehe. Okay. Das war der Plan, der ursprüngliche. Aber, ich höre ein Aber raus. Ja, ich habe dann nach und nach gemerkt, dass... Also ich habe dann diesen Deal so ein bisschen durchschaut, den der Trainer und der Manager, also Bruno Hübner und Kostas Runjačić damals, den die so gemacht haben, dass die halt Best Friends waren. Das wäre jetzt, ja, wenn wir einen Deal machen würden. Mhm. Und ich habe es halt als am Anfang noch nicht so ganz gecheckt. Und dann habe ich halt irgendwann gecheckt, dass halt so von Duisburg jetzt nicht allzu viel Interesse irgendwie besteht. Ne? Dass die hätten mich jetzt nicht wegschicken können. Und klar hätte ich da hingehen können und meine Chance suchen können. Aber jetzt nach der Saison in Darmstadt, die halt gut für mich gelaufen ist, hatte ich dann auch so, sag ich mal, Begehrlichkeiten geweckt von anderen Vereinen. Und dann ist es ehrlicherweise auch relativ fair dann abgelaufen. Ne? Dann wurden halt Gespräche geführt. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal einen Berater oder einen Manager gehabt. Das hat schon alles mit meinem Vater noch zusammen gemacht, so ein bisschen in Eigenregie. Und da war dann aber der Bruno Hübner, der hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einen Vertrag bei Eintracht unterschrieben. Also der ist dann als Sportmanager zur Eintracht Frankfurt gewechselt und hat dann zu mir gesagt, Yannick, wenn du willst, können wir den Vertrag hier auflösen.
in Duisburg und dann bist du frei verhandelbar. Da habe ich gesagt, ja, das ist dann die beste Möglichkeit. Und in dem Moment konnte ich dann, sag ich mal, den Markt für mich sondieren, wo ich dann gesagt habe, okay, will ich jetzt dritte Liga in Darmstadt bleiben? Kommt irgendwas anderes rein? Und ich hatte dann tatsächlich zwei Zweitliga-Angebote zu dem Zeitpunkt gehabt. Von wem magst du das sagen oder weißt du es noch? Von Paderborn damals mit Roger Schmidt, der war damals Trainer. Stimmt, das war die Zeit, jetzt weiß ich es noch. Und war auch wirklich ein sehr gutes Gespräch und halt vom FSV Frankfurt. Und da hatte ich mich dann, weil ich so ein bisschen auch Heimscheißer bin und so, hatte ich mich dann halt für FSV Frankfurt entschieden. Also das hat jetzt auch finanziell keinen großen Unterschied gemacht, dass ich jetzt sage, da in Paderborn hätte ich ein richtiges Brett bekommen und in Frankfurt Mist oder umgedreht. Also das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Und hatte da aber dann in Frankfurt mit dem ganzen Umfeld, dem Gesamtpaket und zu Hause bleiben zu können, war das so für mich entscheidend, dass ich gesagt habe, okay, das könnte ein guter nächster Schritt werden, wo ich vielleicht auch, also die Ansprüche waren ja damals, in die zweite Liga ankommen, vielleicht ein paar Einsätze kriegen und konnte man ja nicht wissen, wie sich das alles so entwickelt. Okay, dann lass uns mal, bevor wir zu dem Frankfurt-Thema kommen, zu einem anderen Thema kommen, was ich immer wieder aufgreife. Du bist ja auch in einer Stadt wie Frankfurt, Darmstadt groß geworden. Ihr habt ja auch ganz viele Bolzplätze da. Du hast bestimmt auch ganz viel auf dem Bolzplatz gekickt, wie ich glaube, jeder Fußballer in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt. Wie war das so für dich? Was konntest du, was sind so positive Aspekte, die du vom Bolzplatzspielen mitnehmen kannst? Beziehungsweise, was lernt man so auf dem Bolzplatz? Na, ich glaube, zum einen lernst du so ein bisschen Mentalität. Also bei uns waren dann gefühlt 10 Mannschaften, die auf einem Platz spielen wollten. Und dann war halt die Regel, dass Gewinner bleibt. Sag ich mal auch das in kleinen Räumen, ne, was jetzt aktuell so Thema ist und dieses Individuelle, wo es jetzt gerade auch beim DFB heißt, die sind alle glatt gebügelt und jeder ist taktisch perfekt ausgebildet. Aber diese Individualität oder diese Qualität bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Ich glaube, das ist auch so ein Bolzplatz-Ding. Oder halt, keine Ahnung, da spielst du halt viel mit Sohle und in engen Räumen kriegst du überall Druck oder mit Bande oder irgendwas, ne? Und das sind, glaube ich, ja, zwei ganz wichtige oder entscheidende Aspekte, die dir auch in der Profilaufbahn da irgendwie weiterhelfen können. Und an dieser Stelle machen wir natürlich unbezahlte Werbung für Play2Play. Play2Play ist die App, die es euch ermöglicht, Mitspieler und auch Gegenspieler zu finden, damit ihr die Tipps oder beziehungsweise das, was Yannick Stark auf dem Bolzplatz gelernt hat, könnt ihr für euch mitnehmen und natürlich auch umsetzen. Dann lass uns zu FSV Frankfurt kommen. Du bist dann hingewechselt. Hat dich nur die Heimnähe, also das nah an Zuhause sein überzeugt oder was hat dich noch überzeugt? Na, ich hatte auch ein sehr gutes Gespräch mit dem Trainer gehabt damals, Hans-Jürgen Beusen. Der mir auch wirklich so das Gefühl gegeben hat, für mich war damals, ich war ein Regionalligaspieler und zweite Liga war, sag ich mal, ein Double Step. Ne? Klar. Das war jetzt nicht der nächste Step, sondern das war nochmal eins. Ja, war nochmal eins drüber und halt alles dann auch größer dann mit Sky und keine Ahnung oder größere Stadien und keine Ahnung. Das war dann halt schon eine komplett andere Welt. Und da ging es für mich eigentlich nur drum, wo habe ich so am ehesten die Perspektive gesehen, auch wirklich zu Einsatzzeiten zu kommen. Also mein Credo war so als Junger immer, ich will spielen oder ich muss spielen, um mich weiterzuentwickeln. Also mir hat es nichts gebracht, einen Profivertrag zu unterschreiben und da aber keinerlei Auftrag zu haben und nicht ins Spielen zu kommen. Das hätte mich, glaube ich, in meiner Entwicklung damals eher zurückgeworfen. Das war so der hauptausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, beim FSV, da ist, also hat da so ein bisschen meine Position durchleuchtet. Und habe da eine Chance gesehen, wo ich sage, okay, die Jungs, wenn ich Gas gebe, kann ich mir einen Platz erkämpfen und da irgendwie in die Startelf rutschen. Wie war dein Jahr in Frankfurt? Das erste Jahr, sag ich mal, für mich persönlich war gut, weil ich habe viel gespielt. Also ich glaube, ich habe 30 Einsätze gehabt dann von 34 möglichen. Auf welcher Position damals? Auch auf der 6. Okay. Also eigentlich ausschließlich auf der 6. Mhm. Mein Ziel oder das, was ich mir vorgenommen hatte, in der zweiten Liga anzukommen, hatte ich absolut erreicht. Und als Mannschaft haben wir relativ lang gegen Abstieg gespielt. Aber ich glaube, dann am vorletzten Spieltag oder so haben wir uns gerettet. Also ja, war eigentlich eine rundum gelungene Debütsaison. Hatten, wie gesagt, eigentlich so auch menschlich eine geile Truppe gehabt. Und dann im zweiten Jahr hat das nochmal alles richtig gut zusammengepasst. Und da haben wir halt eine überragende Saison gespielt. Sind wir am Ende Vierter geworden. Und ich weiß noch, am vorletzten Spieltag sind wir nach Kaiserslautern gefahren. Die waren Dritter, wir waren Vierter. Und hätten wir da gewonnen, wären wir sogar auf den Relegationsplatz gesprungen damals. Boah. Was halt mit einem Verein wie FSV, der immer nur über das Überleben kämpft oder gekämpft hat, war das halt sensationell, was wir da für eine Runde gespielt haben. Und ja, haben dann aber in Kaiserslautern, die haben uns mal kurz gezeigt, wie es läuft. Haben uns, glaube ich, 3-4 Stück eingeschenkt. Schade eigentlich drum, ne? Ja. Ihr hättet es machen können. Und es war halt für mich, das ideale Sprungbrett. Wie gesagt, die zweite Saison ist perfekt gelaufen. Da bin ich, glaube ich, auch vom Kicker irgendwie als bester Mittelfeldspieler ausgezeichnet worden zu dem Zeitpunkt. Und mit 22, 23 und da haben wir dann
im Sommer, ich war ablösefrei und habe dann, ja, da haben mir im Prinzip die Türen relativ weit offen gestanden. Und dann hatte ich im Sommer Greuther Fürth gehabt, die damals aus der, relativ sang- und klanglos aus der Bundesliga abgestiegen waren. Mit denen ein gutes Gespräch gehabt und mit 60 München. Und mit 60 halt auch ein sehr gutes Gespräch. Und weiß ich, irgendwie hatte mich da München damals mehr gereizt gehabt. Halt waren auch so ein paar Kleinigkeiten, so Stadt München, Allianz Arena damals noch. Stimmt. So. Verein 60 München. Und Traditionsverein. Ja, das hatte mich irgendwie mehr gekickt gehabt. Und dann hatte ich den einen Zweijahresvertrag bei 60 München unterschrieben. An alle, die sich jetzt irgendwie wundern, warum wir hier so ein bisschen andere Lichtverhältnisse haben, wir mussten ein bisschen Licht anmachen, weil wir drehen hier gegen Fenster. Nee, weil das ist immer so, es gibt dann immer so diese typischen Filmexperten, die dann immer sagen, ja, aber das Licht war so und das Licht war so, ja, wir drehen hier vor ein Fenster, was soll ich denn machen, wenn die Licht war? Weißt du, da muss man es immer ein bisschen erklären, ja. Aber also theoretisch muss ich hier keinem was erklären, aber wir machen es trotzdem, einfach zum Verständnis halber. Für die ganz Schlauen draußen. Ja, auch fürs Verständnis halber, warum jetzt sich irgendwas geändert hat. Dann lass uns weitergehen, du bist zu 1860 München gewechselt, dein dritter Profivertrag, dann auch in der zweiten Liga. Mhm. Wer war denn da so bei München, weil du sagst, ein paar Legenden, auf wen hast du da so getroffen? Benny Laut, Gabor Kiraj. Der war auch ganz lange bei Hertha. Mhm, Birovka, Daniel Birovka. Also ihr habt schon eine gute Mannschaft gehabt auch. Ja, dann, aber ja, Ortega war damals in München. Stimmt. Der jetzt bei der City war aber jung damals auch, ne? Ja. Wie alt ist denn? Ist der jünger als du oder älter? Ja, ich glaube, der ist 92er oder 93er. Krass. Das heißt, der war auch in seiner Anfangszeit, ne? Genau. Vielleicht war 20 Jahre alt. Genau, der war halt auch hinterm Kehrer dann die 2 erst gewesen und ist dann erst so nach und nach reingekommen. Stellt mal vor, wir drehen hier mit Ortega einfach. Der erzählt uns ein bisschen wie Kevin De Bruyne, der an der Kabine aussieht unter der Dusche oder so. wie war deine Zeit? Wie lange warst du bei 1860 München? 1,5 Jahre dann. Wie war die Zeit? Gib uns einen kleinen, aber feinen Überblick. Was sind Momente, die dir im Kopf geblieben sind? Einige Sachen, die du vielleicht erzählen möchtest? Ja, eigentlich eines meiner Highlight-Spiele habe ich mit 60 oder bis jetzt in meiner Karriere, dieses habe ich mit 60 München erlebt, war ein Pokalspiel, zweite Runde, zu Hause gegen Borussia Dortmund, die halt damals volle Kapelle hatten mit Lewandowski, Aubameyang, Mkhitaryan, Reus. Wow. Also die waren, das war glaube ich die... War das nicht die Saison, wo die Real Madrid 4 Dinger eingeschenkt haben? Könnte gut, also das 2013? War 13, 14 war das. Das war die Saison. Das war die Saison, weil Real Madrid 14, 15 die Champions League gewonnen. Sind die Champions League ins Finale gekommen, da gegen Bayern? War das nicht die Saison? Ich weiß es nicht. 13, 14, weißt du es? Simson, weißt du es? War es die Saison? 2013, 14 Champions League Finale? Wo Robben dieses, den Einschieber-Ding war? Ja, ich weiß, welches du meinst, aber ob das das Jahr war? Nee, warte, 2013 war doch Heim gegen Chelsea, oder? Das Finale? Nee. Stimmt. Nein, das war 12. 12 hat Chelsea geholt, Heim? Und dann, also in München. Und dann ist es Bayern geworden im Jahr. Genau. Genau. 14 war Weltmeisterschaft. Genau. Das bedeutet, du hast 2013 in der Saison gespielt, wo Lewandowski Real Madrid 3 oder 4 Dinge eingeschenkt hat im Signal Iduna Park. Hat er gegen uns nicht geschafft. Wie habt ihr gespielt? 0-0 sind in die Verlängerung gegangen. 110. Minute, glaube ich. Elfmeter gegen uns, rote Karte. Aubameyang 1-0. Und dann haben wir, glaube ich, Nachspielzeit noch 2-0 Mkhitaryan bekommen. Unglücklich. Mhm. Aber man muss sagen, was für eine Mannschaft, ne? Ja, und halt von uns auch ein brutales Spiel. Also du bist ja hingegangen. Habt ihr drüben gespielt bei denen im Signal Iduna? Nee, bei uns. Okay. Bei uns Allianz Arena und halt ausverkauft, ne? 60. Und die Fans von 60 sind halt auch krank, ne? Die sind, also was da für eine Stimmung war. Also ich hatte jedes Mal, wenn wir rausgekommen sind zum Aufwärmen, wenn wir reingegangen sind, Halbzeit gepfiffen wurde, ich hatte jedes Mal Gänsehaut gehabt. Verlängerung, Gänsehaut, also das war wirklich unglaublich, was da für eine Atmosphäre war. Und wir haben halt auch echt gut gespielt, also so ein typisches Pokalspiel halt, wo du so ein bisschen Glück hast, dann so über dich hinauswächst. Dann hatten wir selber auch noch eine echt gute Chance gehabt. Und ja, aber am Ende haben die sich dann durchgesetzt. War Dortmund so viel besser als ihr oder wie waren sie spielerisch? Gib mir so einen Einblick, was sind ja viele Wälzers dann auch dabei gewesen, sei es ein Aubameyang, ein Reus, ja, halt sind in Champions-League-Finale gekommen. Lass uns mal auch das festhalten. Ja, die waren krass. Also du merkst halt, keine Ahnung, da sitzt jede Ballannahme, jede Bewegung. Wenn du halt, keine Ahnung, bist in Zweitliga, bist halt ein bisschen naiv oder ich habe dann auch versucht, irgendwie mal Druck zu machen oder denkst, boah, jetzt ist enger Situation oder irgendwas. Ne? Da machen die halt einen Move und sind dann raus. Ne? Das juckt die halt gar nicht. Und es war halt schon krass, aber die haben uns auch so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen gehabt. Und dann sind wir halt, ich sag mal, rennen und kämpfen können wir. Also ich glaube, jetzt vom Fitnesslevel ist da jetzt kein großer Unterschied zwischen zweiter Liga und Bundesliga. Ja. Und wir haben halt dann alles reingeworfen und halt eklige Taktik gehabt, relativ gebunkert hinten und so. Ne? Und der Bus wurde hingestellt. Ja, kannst du so sagen. Dann vorne so ein paar Schnelle gehabt. Also das so von der Taktik her war es schon, sag ich mal, ideal ausgerichtet und hat halt Spaß gemacht. Und wie gesagt, durch die Atmosphäre sind wir halt auch getragen worden damals. Wie sieht denn so eine Kabinenansprache vom Trainer aus, wenn du da sitzt
Und dann sagt er den Männern, pass mal auf, ich bin heute gegen Dortmund. Janik, mach mal da den Lewandowski zu. Wie sieht's noch, was sagt denn so ein Trainer? Wie sieht so ein Tag in der Kabine aus gegen so eine Mannschaft? Naja, Friedhelm Funkel war damals Trainer und er ist ja auch, sag ich mal, mit allen Wassern gewaschen. Und er wusste schon immer oder weiß ganz genau, was er wie zu tun hat. Ne? Und er hatte halt auch so komplett den Druck irgendwie von uns genommen. Ne? Na klar bist du als Spieler, du freust dich unfassbar. Aber denkst halt auch, boah, wäre jetzt schon scheiße vor 75.000, wenn die halt mit dir Jojo spielen und dir 5-6 Dinge einschenken. Ja. Also klar kann es passieren, aber hast du natürlich keinen Bock. Ne? Also ich kann mich jetzt ehrlicherweise nicht komplett dran erinnern, aber der musste uns ja halt gar nicht heiß machen. Ne? Wir waren da vorher im Hotel. Klar. Und dann merkst du schon, wenn du zum Stadion fährst und dann war die Allianz Arena halt so komplett dann in Blau geleuchtet. Ne? Das war schon immer so relativ imposant, wenn du da reingefahren bist. Wo man aber auch sagen muss, die haben ja mehr zu verlieren als ihr, ne? Also wenn Dortmund gegen den Zweitligist rausfliegt, ist scheiße. Wenn ihr da verliert, dann ist es das Erwartete. Genau, aber genauso musst du halt auch sagen, keine Ahnung, von 20 Spielen oder was, hauen die dich halt 19 Mal komplett aus dem Stadion. Ne? Und wir hatten halt zum Glück genau dieses eine Spiel erwischt, wo halt wirklich was ging, wo was drin wäre. Und ja, war halt schade, dass es nicht geklappt hat. Aber so, du merkst halt so das Besondere dann in so einem Moment, da ist halt jeder nochmal komplett fokussierter. Und wie gesagt, wenn du dann mit dem Bus schon da Richtung Stadion fährst und dann siehst du nicht, böse gesagt, 20 Löwenfans, die dir zujubeln, sondern siehst auf einmal da das ganze Ding und so. Ja. Das macht halt auch als Spieler was mit dir. Lass uns weitergehen. Wie war die komplette Saison für dich? Wie ist sie verlaufen? Wie seid ihr abgeschnitten, fußballerisch? Also auch gut eigentlich. Also ich war Stammspieler, habe, glaube ich, meine, keine Ahnung, 4-5 Tore gemacht. Und also so, das war im Prinzip schon, ich hätte mir, also die Saisons vorher, die waren eigentlich alle, wo du immer sagst, ich habe einen klaren Step gemacht. Und da habe ich jetzt eher einen kleinen Step gemacht, mich da zurechtzufinden. War das erste Mal, dass ich jetzt von der Heimat weggegangen bin zu einem Traditionsverein. Also das hast du auch gemerkt mit medialer Aufmerksamkeit etc. Das war halt schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, das hat meine Entwicklung gut getan. Also das erste Jahr war gut. Ich glaube, wir sind im Endeffekt 6. geworden, 7. geworden. Haben oftmals so oben ran geschnuppert, wo wir dann gesagt hätten, jetzt, wenn wir das Spiel nochmal ziehen, dann kommen wir richtig oben ran, irgendwie zum 2. oder 3. Platz. Aber die haben wir dann leider vergeigt meistens. Und sind dann so ein bisschen, ja, sag ich mal, auf 5., 6. Platz sind wir dann irgendwie stecken geblieben. Was aber auch okay ist. Also wenn, natürlich habt ihr bestimmt die Ambition gehabt, aufzusteigen dann auch wieder. Aber wenn es nicht klappt, 5., 6, kannst du noch mit leben. Schlimmer wäre es gewesen, wenn ihr irgendwie auf dem 16. in der Relegation Richtung 3. Liga gespielt hättet. Dann 1,5 Jahre München, die Zeit ist vorbei. Wie lange hast du unterschrieben gehabt in München? 2 Jahre. Warum war es nach 1,5 zu Ende? Weil das 2. Jahr relativ chaotisch angefangen hat. Also was ich jetzt gerade erzählt habe, mit Friedhelm Funkel haben wir eigentlich so den perfekten Trainer gehabt für den aufgeregten Verein. Also da war ja auch immer Unruhe mit dem Investor. Und dann, wie gesagt, du hast eine riesige Presselandschaft in München und hast halt die Bayern, wo die gefühlt jedes Spiel gewinnen, die Champions-League-Sieger wurden. Und wir waren halt immer so das schwarze Schaf und dementsprechend wurde halt über uns auch berichtet und immer halt Feuer gegeben und etc. Und ja, das war alles sehr unruhig. Und da hatten sie, glaube ich, Friedhelm Funkel im alten Jahr schon rausgeschmissen gehabt. Und dann hat ein Co-Trainer noch übernommen gehabt. Dann kam ein neuer Sportchef wieder mal. Und der hatte komplett andere Ideen gehabt. Also der hatte sehr gute Kontakte nach Spanien gehabt. Und hat da einige Spieler von Barcelona B etc. halt nach Deutschland geholt. Und hatte so in seinem Kopf gehabt, jetzt die 2. Liga mal auseinanderzuspielen. Und dann Vorbereitung war, sag ich mal, auch relativ okay. Alles soweit gelaufen. Und Ricardo Moniz, weiß ich, ob er dir was sagt. Der war damals unser Trainer gewesen. Und auch so ein impulsiver Typ. Ne? Also der hat uns erstmal komplett auseinandergenommen in der Vorbereitung. Also das war, glaube ich, die härteste Vorbereitung, die ich in meinem Leben je hatte. Also der hat Sachen mit uns gemacht. Also wirklich Wahnsinn. Wirklich? Also so schlimm? Ja. Du bist der erste Profi, der sagt, dass er richtig so mal eine richtig krasse Vorbereitung hat. Erzähl mir, was war denn da? Also ich kann dir nur eine Übung sagen. Wir waren im Prinzip alle tot. Und da war dann eine Übung, war, du hast 1 gegen 1 auf dem ganzen Platz gespielt. Der hat einen Ball in die Mitte geworfen und du hast 1 gegen 1 auf dem ganzen Platz gespielt. Dann kannst du dir halt vorstellen, was das halt ist. Ne? Dann legt einer irgendwie einen Ball vorbei. Und du rennst ab. Rennst. Ja. Und der andere rennt dir hinterher und du bist komplett tot. Der holt dich wieder ein und so. Das war wirklich, das war geisteskrank. Und was also, war die fitnesstechnisch so schlecht oder was hat der... bewirken wollen. Nee, der war einfach... Das war für ihn seine Vorbereitung. Genau, ob er uns da irgendwie zusammenschweißen wollte, weil das ist ja auch oft so, wenn dich ein Trainer so komplett rannimmt, dass du dann halt so einen Geist in der Mannschaft entwickelst. Ja, klar. Der Trainer ist ein Arschloch, aber wir haben einen geilen Geist. Keine Ahnung, ob das sein Ziel war. Hat's geklappt wenigstens? Nee, würde ich nicht sagen. Außer, dass alle Mause tot waren halt, hat das jetzt so keinen großen Effekt gehabt. Und ja, aber auf jeden Fall, der war halt auch so ein Sprücheklopfer, sag ich mal. Und dann hatten wir so Saisonöffnungsfest gehabt und...
Er hat dann so ein bisschen erzählt und klar, Interview dann von einem Trainer und so. Und dann hat er halt gesagt, er will nicht aufsteigen, er will Meister werden. Und er will nicht Meister werden, er will Meister werden mit 20 Punkten Vorsprung. Und das werden wir schaffen und so. Und der hat halt so richtig, und dann die ganzen Fans so, ja, ja, kriegen wir hin und geil. Und der hat halt schon so ein bisschen Euphorie entfacht. Mhm. Und dann ist die Saison gestartet. Fahren wir nach Kaiserslautern, erstes Spiel. Auf dem Betzenberg? Auf dem Betzenberg, da halt auch volle Hütte, ich glaube 45.000 oder so, waren da und hat halt geknistert. Abendspiel. Und wir führen relativ schnell 2-0, ne, und alle schon so, boah, krank, es läuft ja wirklich. Die und 20 so, ne? Punkte werden ja, und er hat uns halt wirklich auch so gepusht, ne, und die ganzen Fans in der Halbzeit schon gesungen, ja, Spitzenreiter, Spitzenreiter. Nach dem ersten Spiel? Und Lautern hat noch eine rote Karte bekommen, ich glaube, nach 20 Minuten oder so, ne, und wie gesagt, wir führen 2-0. Ende vom Lied, wir verlieren das Spiel 3-2 noch, ne? Ich weiß nicht wie, wir verlieren das Spiel 3-2. Okay, dann nächstes Spiel, zu Hause gegen RB Leipzig, gerade aufgestiegen und eklige Truppe halt, ne? Aber halt alle auch gesagt, ja komm, Aufsteiger und Plastikfeind und so, die hauen wir schon irgendwie weg. Mhm. Allianz Arena auch gut gefüllt, ich glaube 40, 45 auch von uns da und so, gute Stimmung. Haben die uns halt, glaube ich, auch mal 3-0 aus dem Stadion geschossen, keine Chance gehabt, nix. Der hat gleich noch einen Elfmeter verschossen und so. Und dann kam halt, das ist jetzt, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, dann bin ich mit 3 weiteren Spielern mit suspendiert worden dann in der Woche. Wieso? Weil wir nach dem Kaiserslautern-Spiel waren wir unterwegs. sind wir in München, waren wir halt, wie gesagt, nach dem Spiel und dann, okay, wir haben verloren, aber dann war ganz normal Reservistentraining und der Tag drauf war frei. Also wir haben jetzt, sag ich mal, nichts Verbotenes gemacht. Mhm. Wir halt, hatten so eine Clique gehabt, eine gute, sind halt zusammen essen gegangen und dann, ja, irgendwann der Erste fängt halt an, ja komm, lass mal ein Glas Wein bestellen oder Bier, was weiß ich. Mhm. Und dann hat er ein bisschen was getrunken und dann, hey, Jungs, was machen wir denn jetzt noch? Ja, morgen ist frei und wir schon, keine Ahnung und so. Ja komm, scheiß auf, wir gehen nochmal zu mir und so und dann halt, keine Ahnung, halt, ganz, ganz normalen Abend halt, ne? Ein bisschen was getrunken, ein bisschen Scheiße gelabert. Und dann sind wir nochmal in irgendeine Bar gefahren, in irgendeinen Club, was weiß ich. Und haben dann im Taxi gehockt und waren halt schon so ein bisschen angetrunken, ja, halt normal. Und halt, dann waren wir halt ganz witzig auch und so, ne? Und der Taxifahrer, ja, was macht ihr Jungs und so, ne? Und wir so, ah ja, sind, keine Ahnung, was wir gesagt, Studenten oder irgendwas, ne? Und dann, ja, und du, ja, ich bin 60-Fan und schon immer da gewesen und so. Und wir haben so, ah ja. Die haben ja auch wieder nur Scheiße, man haben wieder verloren und so. Und Julian Weigel war damals unser Kapitän, ne? Der war übrigens auch dabei. Aber dann irgendwie gesagt, ja, das ist ja so ein Amateurverein, machen einen 18-Jährigen zum Kapitän und so halt so ein bisschen Scheiße gelabert. Ne? Kannte der euch nicht, der Taxifahrer? Nee. Der also, war aber 60-Fan. Ja, aber der war ein blinder 60-Fan. Er hat wenn hinten drei Spiele. Die Story kommt ja noch, ne? Wir uns da halt so, sag ich mal, ein bisschen Spaß draus gemacht, aber jetzt nichts Schlimmes gesagt, halt so ein bisschen Scheiße gelabert halt, ne? Weißt ja, wie es ist, wenn du vielleicht mal ein bisschen was getrunken hast oder irgendwie gut drauf bist, ne? Ja, dann halt ausgestiegen. Alles, und wie gesagt, alles ganz normal. Die Woche läuft normal. Dann, wir kriegen gegen Leipzig, kriegen wir eine Reise. Am nächsten Tag Besprechung von. Sportchef steht halt vorne und halt erstmal alle rund gemacht, was ist für eine Scheiße hier und so, was spielen wir für eine Scheiße, dies, das. Ja, und noch eine Sache, ich weiß, dass letzte Woche 4 Spieler unterwegs waren, die bitte ich jetzt aufzustehen, ne? Und wir haben halt auch so alle in einer Reihe gesessen. Und dann der eine so, bleib sitzen. Und wir so alle, ja, ja, und halt auch so ruhig, ne? Und dann so, ja. Und ich weiß auch, wer es war, so, hat so ein bisschen oder hat gesagt, ja, einen Namen weiß ich auf jeden Fall, der dabei war, ne? Und dann der Junge, der Weigel, wie gesagt, direkt aufgestanden. Und dann so der andere neben mir, ja, scheiße, komm, wir müssen jetzt auch aufstehen. So, wir halt 4 aufgestanden. Ja, okay, ihr 4, ihr kommt zu mir hoch ins Büro. Wer waren die anderen beiden? Willst du die Namen sagen? Also, weiß man das? Vitus Eicher und Daniel Adlung. Okay. Ja, also, das weiß ich. Ja, und Julian Weigel und ja, so. Das ist halt in jedem Dings, weil du sagst, weiß man das, das ist halt, kannst du überall nachgoogeln. Klar, und, ich dachte jetzt, ja. Ja, und dann, wie gesagt, sind wir da halt hochgegangen, und da sagst, ja, was macht ihr für eine Scheiße und so, könnt ihr nicht machen, dies, das, und Geldstrafe bekommen und eine Woche suspendiert worden. Aber wie hat er das denn mitbekommen? Der Taxifahrer hat ihm eine Mail geschrieben. Der Taxifahrer hat eine Mail an den Verein geschrieben und hat gesagt, ja, ich habe 4, also wahrscheinlich die 4 Jungs, oder weiß ich, ob er gesagt hat, die 4, oder ob er ein bisschen geblufft hat, dass wir halt aufstehen, keine Ahnung, um es halt rauszufinden. Hat gesagt, er hat halt irgendwie so nach dem Thema, was seid ihr für ein Scheißverein, habt mal eure Spieler im Griff, die machen unter der Woche Party. Wo ich jetzt sag, es war jetzt nicht komplett unprofessionell, ne? Also, jetzt ist natürlich nicht das Geilste, aber wir hatten am nächsten Tag trainingsfrei, wir hatten, glaube ich, 5 Tage bis zum nächsten Spiel. Also das war jetzt nicht, dass wir irgendwie komplett eskaliert sind. Ja. Das war halt einfach mal ein lockerer Abend halt. Also eigentlich legitim, also eigentlich jetzt nichts Verbotenes, wie du schon sagst. Würde ich behaupten, ist zwar nicht gern gesehen, aber wir haben jetzt
keine riesen Faxen gemacht. Ja. Yeah. Naja, und dann ist es natürlich, ja, die suspendiert und dann was kam raus und so. Und dann ist mir das halt auch alles so ein bisschen, diese, sag ich mal, diese Strahlkraft 60 München ist mir dann bewusst geworden. Da war dann halt erstmal Sky Sport News. Sind wir dann hoch und runter gelaufen, weil es keine anderen Themen gab in der Woche. Waren wir in aller Munde. Dann bin ich am nächsten Tag zum Training gefahren, musste dann mit den Amateuren trainieren. Und da sind in München so diese Zeitungskästen, ne? Mhm. Dann hast du, wo du halt so eine Bildzeitung dir dann sozusagen nehmen kannst. Also schmeißt dann da irgendwie den Euro dann halt da rein und kannst die nehmen. Und da ist dann halt immer so, auf diesen Kasten steht dann so das Titelblatt oder jetzt das interessanteste Thema oder irgendwas, ne? Stand dann halt drüber, Taxifahrer verpfeift die Partylöwen und halt unsere vier Fressen so drin, ne? Wo ich halt gedacht habe, boah, ist halt... Ist nicht gerade schön zu sehen. Nee, war nicht ganz so cool, ne? Und das war so, sag ich mal, der Anfang vom Ende von meiner Zeit in München dann. Mhm. Was habt ihr an Strafe bekommen? Weißt du das noch? Oder ist jetzt so... Ich glaube, 5.000 Euro mussten wir zahlen. Würdest du sagen, ist das viel? Also Patrick Ebert hat an einem Tag 100.000 bekommen. Na, der hat auch andere Verträge gehabt. Ja. Ja. Patrick Ebert und andere Vereine gehabt, ne? Nee, bei Hertha BSC. Ja. Damals in seinem zweiten Jahr. Ja. Hat er 100.000... Nee, in seinem... Der hat doch in seinem zweiten, dritten Jahr hat er irgendwie 100.000 bekommen. Okay, dann sagst du, das der Anfang vom Ende. Wieso? Also, es ist ein Skandal, du wurdest zwar suspendiert, aber es gibt ja mehrere Spieler, die irgendwie Strafen kriegen und dann trotzdem weitermachen. Ja, aber irgendwie hat das so ein bisschen was kaputt gemacht. Ich sag mal, das war halt auch die ganze Zeit war chaotisch. Also, wir haben Müll gespielt, wir haben uns als Mannschaft nicht wirklich gefunden. Das waren viele Einzelspieler. Dann, wie gesagt, so ein bisschen hatten wir so eine Spanien-Connection gehabt, dann so ein bisschen die Alteingesessenen und so. Es hat alles mit dem Trainer, den haben die dann, glaube ich, auch nach 10 Wochen oder was, haben sie den wieder rausgeschmissen gehabt und es war alles relativ wild. Und es war halt parallel, ist halt Darmstadt 98, war damals im Wunder von Bielefeld, sind die ja ganz spektakulär in die zweite Liga mittlerweile auch aufgestiegen. Mhm. Und da war der damalige Trainer, Dirk Schuster, der wollte mich unbedingt halt haben. Wir hatten uns im Sommer schon getroffen gehabt, wo wir uns so ein bisschen, sag ich mal, ausgecheckt haben, wie die Situation ist, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da war es schon von Anfang an, wo ich gesagt habe, klar, wieder Darmstadt zurück und so und mal ein bisschen die Entwicklung abwarten. Und da haben die ja eine überragende Runde gespielt. Ich glaube, die waren dann Dritter zu dem Zeitpunkt oder sind als Dritter in die Winterpause gegangen und halt komplett euphorisiert ganz Darmstadt. Und ja, da hatte ich halt die Möglichkeit gehabt, da wieder zurückzugehen. Und die Situation oder die Chance wollte ich dann halt gern wahrnehmen. Die hatten mir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einen 3,5-Jahres-Vertrag angeboten. Was sagst du, wenn wir zurückblicken auf deine Karriere gucken, oder wenn du rückblickend, deine Karriere läuft ja noch, aber so auf dein gesamtes Spiel, was würdest du sagen, was sind so deine Stärken immer schon gewesen, oder was sind deine Stärken und was sind so deine Schwächen in deinem Spiel als Fußballer? Also ich glaube, dass ich relativ komplett bin. Also ich habe jetzt keine Stärke, wo ich sage, das ist mein absolutes Steckenpferd, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, manche sind ja fallschnell, manche haben einen brutalen Schuss, manche sind technisch überragend oder so. Aber ich bin von allem, ich habe so von allem was. Also ich würde sagen, ich habe eine recht gute Technik, ich bin physisch ganz gut beisammen, ich habe ein recht gutes Kopfballspiel, so ich bin jetzt nicht komplett der Langsamste, ich kann ausdauernd laufen, so ich bin so, glaube ich, so von allem. So ein Allrounder. So würde ich beschreiben, ja. Eine Schwäche hat irgendwie immer jemand, oder? Irgendeine Schwäche muss es geben, wo du sagst, ja, da gibt es schon ein bisschen, vielleicht auch nicht mal aus Trainingssicht, sondern einfach aus Sicht von deinem Körper, weil es einfach so ist, keine Ahnung, der eine hat einen schlechten linken Fuß und den kannst du halt nicht so trainieren wie Cristiano Ronaldo oder keine Ahnung. Na, ich sage, ich bin relativ schnell abgefuckt und habe das halt früher auch oft persönlich genommen, wenn ich jetzt nicht gespielt habe. Da war für mich dann immer so, da war ich dann... Also das mentale Ding, würdest du sagen, genau, so deine Schwäche. Genau, und wo mich dann halt auch teilweise, also manchmal hat es mich gepusht, dann habe ich halt richtig gut gespielt, aber manchmal habe ich dann auch meine Leistung gar nicht bringen können oder im Training dann scheiße trainiert, weil ich halt wie so ein kleines Kind war oder halt, wie gesagt, die Dinger persönlich genommen habe und nicht, also das kommt dann so mit dem Alter so ein bisschen, wo du dann vielleicht Entscheidungen nachvollziehen kannst oder verstehen kannst oder vielleicht bis noch die Trainerperspektive verstehst. Und es war halt in jungen Jahren war das oft, da war ich so verbissen irgendwie. Würdest du sagen, das ist dir viel zum Nachteil gekommen, das, was du jetzt sagst? Auch unter anderem, also ich glaube jetzt gerade, was wir angesprochen haben, das mit 60, also da war ich dann so persönlich irgendwie enttäuscht, wie da mit uns umgegangen wurde, weil das war im Prinzip nicht nötig, ne? Wenn die haben uns ja vorgeführt und haben im Prinzip einen Nebenkriegsschauplatz eröffnet, dass dann sozusagen wir erstmal oder wir vier waren dann komplett die im negativen Licht gestanden haben und wo drüber berichtet wurde. Und da hatten die halt erstmal sportlich ein bisschen Ruhe, dass wir halt die ersten zwei Spiele komplett verkackt hatten. Das war dann erstmal zweitrangig. Und das war dann so, sag ich mal, ein bisschen so eine Enttäuschung, so vorgeführt worden zu sein. Und das hat mich dann, glaube ich, schon
auch in dem Halbjahr dann beschäftigt, dass ich nicht irgendwie richtig gute Leistung zeigen konnte. Was auch irgendwie verständlich ist, dass du da so ein bisschen abgefuckt warst, wenn man euch als Show-Maskottchen da so nimmt, dass ihr das Thema seid. Okay, dann bist du gewechselt. Du bist zu Darmstadt. Erzähl mir von der Zeit. Wie lange? Du hast 3,5 Jahre unterschrieben. Wie lange warst du dann da? 5 Jahre oder 5,5 Jahre. Lange Zeit. Oder 6 sogar. War eine Unterbrechung, war ich noch ein Jahr ausgeliehen gewesen. Also was soll ich sagen? Die Zeit am Anfang war bitter. Also ich bin da hingekommen und wie gesagt mit dem Trainer sehr gute Gespräche gehabt. Und so das Gefühl gehabt, er wollte mich unbedingt. Und habe dann in 1,5 Jahren unter ihm, also wir sind dann aufgestiegen. Dann war das eine Bundesliga-Jahr. Und habe unter ihm ein einziges Spiel gemacht. Warum das? Weiß ich halt nicht so richtig. Also das war, ich hatte dann nach 2 Wochen, wo ich dann unterschrieben hatte, dann war ein Heimspiel gegen 60 München gehabt, also meinen alten Verein. Da habe ich von Anfang an gespielt und da habe ich mal jetzt nicht komplett beschissen gespielt, aber jetzt kein geiles Spiel gemacht und 1-1 gespielt und ja, war okay. Und das war das einzige Spiel, was ich gemacht habe. Seitdem kein einziges Spiel mehr gemacht. Die Mannschaft hat sich dann halt auch gefunden gehabt oder hatte sich vorher schon gefunden. Wir sind im Endeffekt aufgestiegen, haben dann logischerweise auch viele Spiele gewonnen. Dann änderst du halt nicht allzu viel. Und dann hatte ich im Sommer dann nochmal so meine Chance gesucht an Bundesliga. Und okay, Karten neu gemischt und so, ein paar Wechsel gewesen. Und ich war dann in der Bundesliga-Saison nicht ein einziges Mal im Kader gewesen. Wer war denn auf deiner Position zu dem Zeitpunkt, also dein Konkurrent? Zu Bundesliga-Zeiten meinst du? Nein, in der ersten Saison, wo du auch nicht gespielt hast. Da hast du ja ein Spiel gemacht in der ersten Saison. Genau. Wer war denn da dein Konkurrent, weißt du das noch? Da war Hanno Behrens und Jerome Gondorf. Kenne ich beide. Würdest du sagen, die waren beide besser als du? Persönlich? Das sind andere Spielertypen. Mhm. Also du musst halt so wissen, was du willst. Und zu dem Zeitpunkt oder zu der Spielweise haben sie wahrscheinlich besser gepasst. Aber klar waren das jetzt keine Blinden. Oder man sieht ja auch an dem Werdegang, den sie eingeschlagen sind, dass sie Fußball spielen können. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war es eigentlich, da bin ich nach Darmstadt gekommen und keine Ahnung, hatte vielleicht 100 Zweitligaspiele zu dem Zeitpunkt gemacht. Also so viel wie wahrscheinlich die komplette Mannschaft von Darmstadt damals, weißt du. Und das waren ja auch Jungs, die haben dann erst so ihre Entwicklung genommen. Die waren ja im Prinzip lange dritte Liga gespielt oder Regionalliga. Die sind jetzt nicht, sag ich mal, viel besser, ne? Aber das sind halt irgendwo Kleinigkeiten, wo ein Trainer dich pusht, wo ein Spielsystem gut passt. Und ja, zu dem Zeitpunkt waren sie wahrscheinlich besser oder haben halt besser ins System gepasst. Ja. Du warst ja in der Mannschaft, ihr seid aufgestiegen. Du hast aber kein Spiel gespielt. Wie ist das so für dich? Freust du dich oder ärgerst du dich eher? Oder? Weil das ist ja so ein Zwiespalt zwischen geil, wir sind aufgestiegen und zwischen geil, ich habe aber gar nichts dazu beigetragen. Wie du sagst, es ist halt extrem beschissen im Prinzip. Mhm. Du stehst halt da und auf der einen Seite freust du dich, geil, du bist aufgestiegen, du hast jetzt die Chance. Oder auch, sag ich mal, mit deinem Verein. Also ich war jetzt nicht irgendwo am der Welt und bin mit irgendeinem x-beliebigen Verein aufgestiegen, sondern es war ja mein Heimatverein, was es irgendwo besonders gemacht hat. Und klar hast du persönlich oder ich hatte nicht das Gefühl, irgendwas großartig dazu beizutragen oder beigetragen zu haben. Und es, ja, da schlagen halt schon irgendwo so 2 Herzen in deiner Brust. Auf der einen Seite freust du dich natürlich und gönnst ja auch oder was heißt gönnen, aber du willst ja den Gesamterfolg. Aber wenn du selber, sag ich mal, keinerlei oder für dich das immer schwieriger wird, reinzukommen, ist natürlich auch sehr, sehr unbefriedigend. Warst du gar nicht im Kader oder warst du mal im Kader und wurdest nicht eingewechselt? In Zweitliga-Zeiten war ich im Kader, aber wurde im Prinzip nie eingewechselt. Und das ist auch schon hart, ne? Weil ich sag mal, wenn du nicht im Kader bist, dann weißt du schon, okay, du bist da gar nicht erst hingefahren und musst irgendwie was machen. Aber wenn du immer im Kader bist, dann ist es so dieses nah dran, ich komme fast rein, aber dann irgendwie doch nicht. Aber wobei, das ist dann auch, ich finde, da bist du zumindest noch irgendwo befriedigt so nach dem Motto, oder? Nein, befriedigt absolut gar nicht. Aber du bist so Teil des Teams. Okay, so, verstehe. Du bist dabei, du bist mit den Jungs dabei. Mhm. Aber wenn du halt dann komplett gar nicht im Kader bist, dann bist du halt, sag ich mal, wie isoliert, ne? Okay, du verstehe. Bist halt, ich sag mal, wie findet sich eine Mannschaft auf dem Platz, wenn du miteinander kämpfst, wenn du geile Erfolge miteinander in der Kabine feierst, wenn du, keine Ahnung, auch mal schmerzliche Niederlagen zusammen wegsteckst oder so. Und in einer geilen Saison, ihr seid ja aufgestiegen. Genau, also das schweißt ja dann zusammen. Mhm. Ne? Und wenn du da halt, ja, du bist dann nicht wirklich Teil des Großen und Ganzen, wenn du nicht mehr im Kader bist. Wie war das so, Bundesliga aufzusteigen? Bundesligaspieler warst du ja bis da nicht. Du warst wahrscheinlich dann noch mal euphorischer. Zu sagen, jetzt ist meine Chance. Ist dann halt eine andere Welt, ist ja dann genau das, wovon du irgendwo als Kind immer geträumt hast. Und die ganzen Stadien, also klar, Allianz Arena kannte ich jetzt oder vielleicht auch ein paar andere, da Köln hat man schon mal gespielt gehabt, aber halt, keine Ahnung, Schalke, Dortmund, das sind halt alles dann
was so auf einmal so zack in deinem Kopf ist, wo du denkst, boah, krass. Du hast nicht gespielt die ganze Saison. Sucht man da irgendwie so ein Gespräch mal mit dem Trainer und sagt, wie sieht's denn aus? Oder akzeptierst du deine Rolle und versuchst da einfach Gas zu geben? Oder wie läuft das ab? Also hast du versucht, aktiv was zu ändern? Oder hast du einfach nur trainiert und versucht, Gas zu geben? Ja, ich muss ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt, wie ich dir auch schon beschrieben habe, konnte ich es irgendwo nachvollziehen. Und ich bin, also ich bin 0,0 irgendwie egoistisch. Also ich sehe immer so das Große und Ganze. Und wenn ich das Gefühl habe, oder in dem Moment ist ja alles gelaufen. Also mit welchen Argumenten soll ich zum Trainer kommen? Ich kann sagen, ja, du Trainer, ich würde auch mal gerne wieder spielen. Ja, und dann, aber ich bin ja auch nicht doof. Ne? Also ich weiß ja, okay, die gewinnen gefühlt jedes Spiel. Da passt ein Rädchen ins andere. Dass der jetzt nichts wechselt, war für mich schon klar. Und deswegen hatte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt das Gespräch gesucht. Aber dann zu späteren Zeitpunkten auf jeden Fall. Aber es hat nicht geklappt in der Bundesliga. Warum? Schwer zu sagen. Also ich hatte mich dann auch in der Vorbereitung, also wo ich wirklich gut drauf war, ne? Also haben auch viele Fans auch oder auch Journalisten und so haben gesagt, oh, bist ja richtig gut drauf und geht bestimmt jetzt eine Tür auf für dich. Und hatten da, glaube ich, schon so spekuliert, mögliche Startaufstellungen und so. Und da war ich wirklich ein Thema. Ne? Mhm. Und hatte mich dann aber in einem der letzten Testspiele verletzt gehabt. Und hab das dann so mitgeschliffen. Also wollte dann nicht irgendwie Pause machen und so. Und dann hatten wir noch ein Testspiel, da war ich dann gehandicapt und habe relativ schlecht gespielt. Und musste ich auch eine Pause dann machen von 1-2 Wochen. Und es war halt komplett zum falschen Zeitpunkt. Sind wir mit einem Pokalspiel gestartet. Und ja, war komplett der falsche Zeitpunkt. Und dann halt, ja, nie wieder irgendwie in die Nähe irgendwie, sag ich mal, des Kaders oder der Startelf dann gekommen. Also so hart, ja, also nicht mal mehr Kader. Nee, nicht einmal. Und das war halt dann schon so das Frustrierende. Also ich war jetzt kein Opfer im Training. Also war jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann da nicht mithalten oder irgendwie die Mannschaft, in der ich bin, verliert das Trainingsspiel oder irgendwas. Ne, gibt's ja auch teilweise. Yeah. Und ich habe da gut mittrainiert, gute Trainingseinheiten gehabt, mein Ding gemacht. Aber halt, wie gesagt, keine realistische Chance bekommen. Und es wurde dann halt, sag ich mal, immer schlimmer und irgendwo, ja, wie soll ich es richtig beschreiben, irgendwo auch respektloser. Weil dann gab es dann teilweise eine Donnerstagstrainingseinheit. Also der Trainer, der war so abergläubig und hat dann immer die Einheiten so getaktet. Wenn wir ein Spiel gewonnen haben und so, dann war immer die Woche war exakt gleich. Wirklich jetzt? Mhm. Weil er abergläubig war, ja? Genau. Und da war dann, die Donnerstagseinheit war dann immer, weiß ich, haben wir so ein Turnier gespielt oder 8-8 oder irgendwas. Und war dann überzählig und dann ist halt der Physiotherapeut zu mir gekommen und hat gesagt, ja, du trainierst heute nicht mehr, du gehst in den Wald laufen. Und das sind halt dann so Dinger, die dich als Spieler dann irgendwo, die dich dann halt schon treffen. Ne? Wow, also sowas höre ich zum ersten Mal. Also das ist wirklich respektlos. Das, nur weil, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich geschockt, wie war es für dich? Ja, wie fühlst du dich da? Du kommst da hin, willst mit deiner Mannschaft trainieren oder willst irgendwas machen und kriegst dann halt auch nicht mehr persönlich. Oder es kommt ja auch vor, wenn jetzt eine Mannschaft heute 11-11 was einstudiert und du bist halt zwei Spieler zu viel oder drei, dann machst du halt mit dem Fitnesstrainer was auf dem Nebenplatz oder so, ist ja gang und gäbe. Aber dass halt ein Physiotherapeut zu dir kommt und sagt, du trainierst heute nicht mit, du gehst jetzt laufen und so nach dem Thema. Na, wie hast du denn reagiert in dem Moment? Na, was soll ich denn sagen? Na, ich sag dir, was ich sagen würde. Ich bin kein Fußballprofi. Ich würde sagen, wie, was soll das hier? Mhm. Hast du es einfach hingenommen? Ja, dann halt vorerst schon. Und dann habe ich natürlich das Gespräch mit dem Trainer gesucht irgendwann. Und was hat er gesagt? Na, dass er sehr zufrieden mit mir ist und nicht dranbleiben soll. Was? Ich bin richtig geschockt gerade, ja? Und dann, dass er im Prinzip nichts Negatives sagen kann und so. Also, es war immer so. Aber so zufrieden wie er war, hätte er auch einen anderen laufen schicken können und nicht dich. Ja. Es ist ja nur du bist laufen gegangen. Nur ich bin laufen. Ja, manchmal war dann noch. Also, ich meine, an dem Tag. Noch ein zweiter. Ja? Das kam jetzt nur einmal vor. Das war dann, da gab es eine Zeit, da musste ich, ein halbes Jahr lang musste ich jeden Donnerstag damit rechnen, dass ich heute nur einen Waldlauf mache. Boah. Wie war das mental? Also, schwer. Wenn du richtig rückblickend guckst, da auch, ich weiß nicht, jetzt dich nicht zu verlieren irgendwie. Man hört, also es gibt ja auch so viel, dieses Thema Depression und so im Fußball ist ja nicht gerade nicht vorhanden, also es ist vorhanden, ganz groß. Mhm. Manche sagen, okay, da muss man nicht in Depression fallen, aber es ist ja dein Lebenssinn, dein Lebenswerk, das, was du da gerade machst. Mhm. Du kämpfst für den einen Moment, dass du spielst, dass du auch dieser Druck und so. Wie war das für dich? Ja, schwer. Also das war. Wie gesagt, du kannst dir das irgendwo auf der einen Seite nicht so wirklich erklären, du versuchst was zu ändern, aber im Endeffekt spürst du oder merkst, es bringt halt nichts. Also ich hätte
machen können, was ich wollte zu dem Zeitpunkt. Und wahrscheinlich, wenn wir nur 10 fitte Spieler gehabt hätten, hätte er wahrscheinlich lieber zu 10 gespielt oder, keine Ahnung, ein Busfahrer vor mir als 11. Mann eingewechselt als mich, weißt du? Aber warum? Hat er einen Kicker auf dich gehabt? Hat er den Spielstil nicht gefallen? Hast du private Probleme mit ihm irgendwie gehabt? Weil, muss ja eigentlich so sein, weiß ich. Er wurde dann, wir hatten nochmal eine zweite Zeit dann zusammen, wo wir zusammen gearbeitet haben. Mhm. Da war es, sag ich mal, ganz normal. Also da konnten wir ganz normal miteinander arbeiten. Aber in dem, zu dem Zeitpunkt oder in der Phase ging gar nichts. Wow. Und du hast dann ein Jahr lang einfach trainiert nur, ohne in den Kader zu kommen? Genau. Hab dann ein Jahr lang trainiert und wie, weil du das jetzt mental ansprichst, das war dann, also irgendwann zieht es dich natürlich auch runter, da hast du halt auch selber dann deine Leistung, sag ich mal, im Training auch nicht mehr abrufen können dann, oder weil du dann, das arbeitet ja in dir, du kannst ja... Klar, kannst du gar nicht ausblenden. Genau, du kannst ja top motiviert heute ins Training gehen und sagen, boah, ich hab richtig Bock heute oder heute gebe ich richtig Gas oder heute zeige ich denen irgendwas. Im Unterbewusstsein beschäftigt dich das ja trotzdem oder du merkst, okay, du bist, oder das interessiert dir keinen, was du machst, ob du jetzt im Training 14 Tore schießt oder ob du gar nicht da bist, ob du laufen gehst, so, das interessiert keinen. Boah. Und das zieht dann halt schon runter und das war dann auch privat, sage ich mal, also ich bin so ein Typ, ich gehe gern raus oder hab's auch geliebt, keine Ahnung, mit meinen Jungs oder irgendwas draußen Kaffee trinken zu gehen und irgendwas zu machen. Und das habe ich dann zurückblickend gesehen, ist mir so direkt gar nicht aufgefallen, aber so, ich hatte keinen Bock gehabt, irgendwie mehr so viel rauszugehen. Na klar, das zieht dein ganzes Leben irgendwo ein bisschen mit runter. Genau, und irgendwie vollgequatscht zu werden. Ja, warum spielst du nicht? Was ist denn los? Und da muss doch irgendwas sein und so. Also weißt du, das war ja, das konnte ja keiner verstehen. Das war vorher in der Zeitung überall, hat der Trainer auch gesagt, ja, Wunschspieler und Gott weiß was. Und er will mich unbedingt und Gott weiß was. Und dann bin ich anderthalb Jahre da und mache ein Spiel, so weißt du. Was glaubst du rückblickend jetzt, woran hat es gelegen? Du hast ja bestimmt öfter schon drüber nachgedacht, oder? Oder bestimmt auch, ich weiß nicht, hast du... Oft hat man hinterher geweint, dass du die Saison nicht gespielt hast, wo du dir so dachtest, scheiße, da war das schon die Bundesliga-Saison, wo ich in der Mannschaft spiele und ich habe nicht gespielt. Was glaubst du, woran hat es gelegen? Kann ich so pauschal kann ich das nicht sagen. Also klar, habe ich schon oft drüber nachgedacht und ich kann es, also da meiner Meinung nach muss da ja auch irgendwas irgendwie vorgefallen sein oder das stört mich halt auch so ein bisschen, ne? Weil ich finde, ich mag das, wenn man dann straight ist, weißt du, wenn dann jemand zu mir sagt, ey, du bist du kannst dich kicken oder von mir aus sogar deine Frisur gefällt mir nicht oder dein Charakter gefällt mir nicht, irgendwas. Sag ich, okay, ist halt so, aber ich weiß, woran ich bin. Aber halt dieses so, ja, alles gut und mach weiter und so, aber du merkst ja, es wird ja gar nicht irgendwie wahrgenommen oder gehandelt oder irgendwas, dann, das ist halt das Unbefriedigende. Boah, das ist hart, muss ich sagen. Wer war der Trainer nochmal? Dirk Schuster. Ja, Dirk Schuster, weiß ich nicht, ob wir hier dich zum Interview bekommen. Müssen wir mal schauen. Oder wenn doch, müssen wir mal fragen, wie sieht's aus, Dirk? Erzähl doch mal. Nee, ist krass. Ich muss sagen, ist mit einer der krassesten Geschichten jetzt so rein fußballerisch, was ich gehört habe, muss ich sagen. Ja, also, lad mal ein, vielleicht kriegen wir es dann raus, was das Problem war. Wie seid ihr abgeschnitten in der Saison? Klassenerhalt sensationell geschafft, in Berlin. Warum in Berlin? Erzähl's mir, wie ist da? Ja, war halt von der Konstellation her, ich glaube, das war der vorletzte Spieltag oder drittletzte Spieltag. Und ja, sind wir nach Berlin gefahren oder die Jungs sind nach Berlin geflogen. Ich habe irgendwo zu Hause vorm Fernseher gesessen. Hast du die Spiele aktiv mitverfolgt oder dachtest du so, oh nee, man, gar keinen Bock jetzt mit der Mannschaft? Nee, so, also. Nee, klar, ich bin am Anfang, bin ich sogar noch immer privat dann hingefahren, ne, und war dann noch mit in der Kabine und habe die Jungs dann halt irgendwo auch mit unterstützt und so gemacht und war da auch immer hautnah dabei. Das sind ja aber noch deine Jungs, also seid ihr immer noch befreundet alles in der Mannschaft. Und dann aber irgendwann, da gab es dann auch noch so einen Knackpunkt, da hatten wir, glaube ich, 8 Gelbsperren oder so. Das war dann so, die hatten dann alle oder 4 oder 9 gelbe Karten halt. Mhm. Und das nächste Spiel war bei Bayern München, also wo wir uns eh nicht viel ausgerechnet haben. Mhm. Und haben dann halt viele, sag ich mal, die Sperre in Kauf genommen und haben sich da die gelbe Karte dementsprechend halt gezogen. Und da war dann, und waren halt, ich glaube, da waren alle 6er waren betroffen, ne? Und da war dann... musste, glaube ich, jeder im Kader sein. Also es war dann auch, alle Leute, die da sein, hätten im Kader sein müssen. Außer du. Und dann ist er halt nur mit 17 Mann dann nach München gefahren und ich war halt nicht dabei. So, weißt du? Und Dirk! Und spätestens dann habe ich halt gemerkt, okay, es hat halt gar keinen Sinn und das hatte mich dann auch so endgültig gebrochen gehabt dann, wo ich dann gesagt habe, ja, okay. Wow. Ich bin jetzt nicht irgendwie so der Klassenclown oder irgendwas, weißt du? Und ja, da fühlt man sich aber wie so ein Clown dann, ne? Wenn, genau. Also das ist wirklich... An alle Zuschauer, stellt euch das mal vor. Du kannst mit 18 Mann hinfahren und du nimmst einfach ihn nicht mit und sagst, ja, dann fahr ich halt nur mit 17 mit. Geisteskrank. Okay, dann war die Saison zu Ende. Klassenerhalt. Wie sah es aus? Wie ging es weiter? Dann musste sich was ändern und war jetzt auch klar, dann ist der Trainer ist dann nach Augsburg gewechselt und ein neuer Trainer kam, Norbert Meyer. Und da hatte ich die Vorbereitung noch in Darmstadt gemacht, aber es war ja im Prinzip klar, dass jetzt
dass ich jetzt nicht irgendein Fixpunkt bin. Mhm. Und habe aber die Vorbereitung gut gemacht, also habe da echt gut gespielt. Und dann kam aber eine Leihe zum FSV Frankfurt wieder zurück. Also die sind abgestiegen in die dritte Liga. Und dann war da wieder eine Leihe im Raum gestanden, die wollten mich gern haben. Und es hat dann auch alles gepasst. Also ich konnte dann in Darmstadt bleiben, konnte wieder nach Frankfurt pendeln. Das war jetzt dann finanziell auch okay gewesen. Also da haben sich die Vereine dann geeinigt. Oder beziehungsweise auch mit meinem Gehalt und so. Ich habe dann ein paar Abstriche gemacht. Achso, du verdienst dann auch weniger, ja? Wenn du ausgeliehen wirst? Ja, du kannst, sag ich mal... Also, weil FSV zahlt ja dann dein Gehalt, ne, wenn du ausgeliehen wirst? Ja, die konnten ja dann das komplette Gehalt nicht zahlen. Genau. Also, das war dann, also da musste halt, jede Partei musste halt was dazugeben. Ne? Ich sag mal, Darmstadt hat einen Teil übernommen, Frankfurt hat den Teil übernommen, ich musste auf einen Teil verzichten. Aber es war halt einfach, ich musste halt wieder spielen. Ne? Klar, anderthalb Jahre nicht gespielt, ist schon eine harte Zeit. Und dann, ja, bin ich halt nach Frankfurt gewechselt und eigentlich auch top motiviert und schon mir alles so ein bisschen ausgemalt. Okay, die kannst jetzt vielleicht wieder hochschießen und... Dann hast du vielleicht, spielst du eine gute Saison und dann kannst du dir aussuchen, ob du vielleicht in Frankfurt bleibst, zweite Liga oder nach Darmstadt zurück, je nachdem, wie die Konstellation dann ist. Und ja, ist mal wieder alles anders gekommen als erwartet. Theorie und Praxis. Theorie und Praxis. Und ja, sag mal, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Der Verein musste irgendwie im Februar oder März mussten die Insolvenz anmelden. Wir sind dann halt im Endeffekt abgestiegen und war, sag ich mal, so nächster Tiefpunkt. Also ich sag mal, die zweieinhalb Jahre, von denen ich dir jetzt gerade erzählt habe, hätten eigentlich fast beschissener nicht laufen können. Wobei für mich persönlich war es halt wichtig. Ich habe, glaube ich, in der dritten Liga da, keine Ahnung, 35 Spiele gemacht oder 30, keine Ahnung. Habe auch echt oft getroffen. Also habe, glaube ich, 8 oder 9 Tore gemacht in der Saison, was gut ist für einen Mittelfeldspieler. 4 Assists oder so, also das war okay. Aber im Endeffekt halt schon wieder extrem unbefriedigend, da jetzt abgestiegen zu sein. Ob das jetzt finanziell war oder halt sportlich, je nachdem, wie man es drehen will. Okay, dann bist du abgestiegen und bist zurück zu Darmstadt. Genau, also dann hatte ich... Vertrag natürlich in Darmstadt noch ein Jahr, aber und Darmstadt ist abgestiegen aus der Bundesliga, also waren wieder Zweitligist. Und ja, Thorsten Frings war Trainer. Oder ist dann gerade Trainer geworden und wusste ich halt auch, habe so ein bisschen in der Luft gehangen. Also klar, konnte ich auf meinen Vertrag pochen, aber ich war, wie alt war ich da, 26, 27 vom Gefühl her. Blütejahre. Ja, oder 25, Jahre. 26, keine Ahnung. Und da wollte ich ja jetzt nicht... ein Jahr in Darmstadt sitzen und keinen Auftrag haben und irgendwie sagen, okay, ich habe aber hier noch Vertrag oder verdiene so ordentliches Geld oder so. Und dann bin ich halt ganz normal in Urlaub gefahren und dann hatte mich Thorsten Frings angerufen, ne, und hat dann aber, war halt komplett geiler Typ, ne, komplett locker gewesen, sagt so, ja, Janik, mach dir keine Platte, ich freue mich auf dich, komm vorbei und so. Und ich bin Trainer, ich gebe Gas, ich honoriere das. Und dann schauen wir einfach, was bei rumkommt, mach dir keine Platte und so. Ich freue mich auf dich, also hat mir so ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ne? Und dann bin ich da auch echt hochmotiviert und fit bin ich da hingekommen und habe dann eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Und dann erstes Spiel, zweite Liga, dann habe ich in der Anfangself gestanden. Stark. Wie Janik Stark, würde ich sagen. Ich glaube, das wird ein Running Gag hier werden. Naja, aber es ist doch wieder befriedigend dann, oder? Für dich auch persönlich, wenn du siehst, okay, die letzten Jahre, also es heißt ja noch nicht, du hast ja nur das erste Spiel gespielt. Dann lass uns mal so gehen, wie ist denn die Saison dann für dich verlaufen nach dem ersten Spiel? Gut, also ich war eigentlich immer dabei. Also entweder von Anfang an eingewechselt worden. Also ich war absolut fixer Bestandteil. Und dann ist es mannschaftlich leider nicht gut gelaufen. Viele Verletzte gehabt und keine Ahnung. Und sind dann so ein bisschen in Abstiegsnot geraten. Dann haben sie Thorsten rausgeschmissen, mein Freund Dirk wieder verpflichtet. Oh nein. Dann dachtest du, fängt der ganze Spaß wieder von vorne an. So war es dann, so habe ich mir das im Prinzip, also so war auch mein erster Gedanke. Ne? Dann hat er mich dann aber in der ersten Woche dann ins Büro gerufen. Und hat gesagt, ja, Janik, geht alles bei null los und du hast eine gute Entwicklung genommen hier, ich habe es verfolgt und so, geht alles bei null los, brauchst jetzt irgendwie keine Platte dir machen, dass ich dich jetzt irgendwie wieder rasiere oder irgendwas. Ne? Hast du aber Panik gehabt so ein bisschen davor? Klar habe ich Panik gehabt. Also, Scheiße, ja. Und also hat mich ja gerade wieder so reingekämpft gehabt. Klar. Ne? Und dann, also, und weißt du, es kommt ja vor, also ob das jetzt was Persönliches war oder nicht, aber es kommt ja vor, dass du ganz einfach nicht der Spielertyp von einem Trainer bist. 100%. Also, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Ne? Mhm. Und nach der ersten Erfahrung habe ich halt so ein Gefühl gehabt, dass ich nicht zwingend sein Spielertyp bin, den er gern hat. Ne? Und klar war das dann nicht so ein geiles Gefühl, aber dann sind wir eigentlich ganz gut klargekommen, dann das halbe Jahr haben dann auch den Klassenerhalt eingetütet, obwohl da viele kritische Momente waren. Und ich habe dann auch Ende der Saison meinen Vertrag verlängert, habe dann, glaube ich, nochmal 2 Jahre dann unterschrieben. Guten Vertrag. Und ja, dann war eigentlich nach der Saison war dann, sag ich mal, ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt, wo ich wieder gesagt habe, okay, ich bin jetzt wieder im Zweitligarad drin, bin wieder gestandener Zweitligaspieler irgendwo und ich bin jetzt bei einem guten Verein. Und da war ich dann so wieder
wie soll ich sagen, die turbulenten Jahre vorher und dann ist es so wieder jetzt in die normale, richtige Richtung gegangen. Wie sind die letzten zwei Jahre so verlaufen mit deinem alten, besten Freund, Dirk Schuster? Sag ich mal, eine Liebe ist es nicht geworden, aber ich sag mal, wir haben uns respektiert. Mhm. Oder nicht wir uns, er mich, sag ich mal. Und sagst du das auch so, ja? Er dich, du ihn nicht, oder? Nein, ihm kann es ja scheißegal sein, ob ich ihn respektiere oder nicht. Ja. Also er ist ja sozusagen mein Chef und er sagt, ja, klar. Raus, ne? Ja, klar. Aber ich sag mal, er hat mich dann schon als festen Kaderbestandteil gesehen. Also ich war jetzt nicht irgendwie sein Liebling oder sein absoluter Stammspieler oder Lieblingsspieler, aber ich habe meine Einsatzzeiten bekommen. Und, dann ist er auch irgendwann rausgeschmissen worden. Dann unter dem neuen Trainer, muss ich sagen, bin ich richtig aufgeblüht. Also Dimi Kramotzis war das dann. Und da habe ich dann richtig gut gespielt. Also es war dann, glaube ich, auch fast eine komplette Rückrunde. Die ist dann richtig gut gelaufen. Und dann das nächste Jahr im Prinzip auch gut gelaufen. Und es war dann aber das Corona-Jahr. Boah, dann ging's los. Dann ging's los und dann wusste halt keiner so wirklich, was abgeht. Keiner konnte so wirklich planen. Und ja, ich sage mal, im Endeffekt haben sie mir das dann so als Corona-Problem verkauft und haben gesagt, dass sie mir deswegen keinen neuen Vertrag anbieten können in Darmstadt. Mhm. Aber ich glaube, das war auch, oder was heißt ich glaube, war auch sportlich, hatten die dann mittlerweile andere Pläne gemacht oder wollten halt andere Spieler eher pushen, was zu dem Zeitpunkt schon, sag ich mal, hart für mich war, weil ich Stammspieler war und auch da halt, dadurch, dass ich aus Darmstadt komme, so ein gutes Standing bei den Fans etc. und innerhalb der Mannschaft eigentlich ein gutes Standing hatte, war das für mich schon relativ unverständlich und auch hart zu dem Zeitpunkt. Aber war dann, wie gesagt, durch Corona dann und dann halt auch relativ schnell musste ich das dann abhaken. Klar, und das ist das Geschäft, sage ich immer wieder, so ist was man akzeptieren muss. Ich bin dann erstmal in Urlaub gefahren, dann wurden schon so die ersten Gespräche dann so ein bisschen sondiert und gemacht. Dann kam Dresden halt, waren einer der ersten, die dann um die Ecke gekommen sind, sind gerade abgestiegen gewesen aus der zweiten Liga in die dritte Liga. Ja, relativ schnell haben sich da sehr um mich bemüht und da war auch relativ schnell für mich klar, das Projekt würde ich jetzt gerne angehen. Was sind denn so, also ich stelle mir jetzt so eine Runde vor, wenn man mit einem, du sitzt jetzt da mit deinem Berater und mit Sportdirektor vom Verein, was sagt er denn so, dass er dich überzeugt? Was sind so Worte, wo du sagst, ja, das überzeugt mich, zu einem Verein zu gehen? Also wenn ich jetzt zu einem Kreisliga-Verein gehe, wenn der mir sagt, schreck ein paar Schuhe, dann bin ich zufrieden. Wie sieht es bei so einem Profispieler aus? Also ist es jetzt rein gehaltstechnisch oder was spielt dann noch in die Karten? Ja, das Gehalt spielt schon eine Rolle. Mhm. Also du kannst jetzt, irgendwo ist das ja auch unser täglich Brot oder irgendwo müssen wir auch sehen, du hast jetzt vielleicht 10, 15 Jahre als Fußballprofi, da musst du halt schon sehen, dass du dein Maximum auch finanziell irgendwo rausholst. Aber im Idealfall passt halt das Gesamtpaket immer gut zusammen. Und das war halt, also ich bin jemand, mich pusht es enorm, vor Zuschauern zu spielen, irgendwie ein bisschen Tradition zu fühlen und wo du einfach so das Gefühl hast, du kannst was bewegen. So, das war mit 60, das war mit Darmstadt und es war halt Dresden auch absolut so der Fall, wo du dir halt ausgemalt hast, gut, du kannst aufsteigen, du kannst relativ schnell, also mein Ziel war natürlich auch, oder ich habe mich da zu dem Zeitpunkt als Zweitligaspieler gesehen oder würde mich als Zweitligaspieler so kategorisieren. Und da war halt auch so mein Gedanke, wie kommst du schnellstmöglich wieder in die zweite Liga oder was passt da? Und da hat mir das mit Dresden, wie gesagt, die haben mir da ein gutes Gefühl gegeben, haben mir da aufgezeigt, was sie mit mir formen, wie sie mich sehen. Mit dem Trainer ein gutes Verhältnis gehabt und man macht sich natürlich auch schlau, ne? Menschlich. Wer war damals der Trainer? Markus Kauczynski. Mhm. Und halt auch menschlich ein echt cooler Typ, das merkt man auch dann zwischenmenschlich schon relativ schnell. Und wie gesagt, da mit allem, die haben da ein niegelnagelneues Trainingszentrum hingebaut gehabt nach Dresden. Also perfekte. Auch ein super Stadion, finde ich. Super Stadion, geile Fanbase. Ja, ja. Die Stadt an sich ist schön. Also ist es nicht irgendwo, dass du da komplett im Hinterland bist. Ja, ja. Ich sag mal, oder ein Minuspunkt oder mit der einzige Minuspunkt war im Prinzip, dass es halt sehr weit von der Heimat entfernt ist. Ja. Dass du da halt nicht mal sagst, du fährst jetzt mal schnell heim nach Frankfurt oder nach Darmstadt. Aber alles in allem hat da im Prinzip vieles gepasst. Ich hatte ein gutes Bauchgefühl gehabt und dann auch wirklich schnell und mit einem guten Gefühl unterschrieben gehabt. Wie war denn die Saison sportlich? Gut. Mhm. Also die, wie gesagt, halt mit der Corona-Dings war dann halt schwierig. Da konnten wir das mit den Fans nicht richtig auskosten, weil eigentlich nur die ersten, glaube ich wirklich, die ersten zwei, drei Spiele waren mit Zuschauern. Ansonsten war das komplett ohne Zuschauer. Mhm. Und wir sind halt aufgestiegen am Ende des Jahres. Und was natürlich sportlich geil war. Und ich habe auch, also ich war Vizekapitän. Und dann, weil sich der erste Kapitän da verletzt hatte, war ich dann auch im Prinzip oft oder ein Großteil war ich dann erster Kapitän und war schon so mit dem Verein war was Besonderes. Also Aufstiege sind immer geil und was, klar, Besonderes, aber mit dem, da hast du schon nochmal so ein größeres Feeling gehabt. Aber gleichzeitig hat das Herz natürlich auch geblutet, dass keine
wie soll ich sagen, keine Feier oder irgendwas halt zustande gekommen ist. Also wir sind aufgestiegen am vorletzten Spieltag zu Hause. Ja, da haben uns halt alle umarmt, sind im Kreis umhergesprungen. Da war keine Sau im Stadion und wir haben dann zusammen im Kreis gesessen und Pizza gegessen und sind zum Trainingsgelände gefahren und haben halt ein paar Bier zusammen getrunken und da gefeiert und ein bisschen Musik gehört. Aber ich sag mal, im Normalfall, wenn du in Dresden aufsteigst, da trägt dich halt ganz Dresden durch die Stadt oder fährst mit irgendeinem Dampfer über die Elbe oder Gott weiß was. Also das ist ja Wahnsinn, was die für eine Fanbase haben und das tut halt schon weh, sag ich mal, das nicht miterlebt zu haben. Aber da muss man sagen, wenn du rückblickend vielleicht in 30 Jahren auf deine Karriere guckst, kannst du sagen, wer hat es schon mal geschafft, von einem leeren Stadion aufzusteigen? Ja. Oder? So viele haben es dann auch nicht geschafft. Vielleicht, aber ja, war halt. Also ich weiß schon, worauf das ist, weil es natürlich nur ein kleiner Spaß für die ganzen Zuschauer, die jetzt hier irgendwie was reinschreiben werden. Aber Aufstieg, wie du sagst, ist immer schön und was noch viel schöner ist, du hast deinen Beitrag dazu beigetragen. Also mit Darmstadt bist du ja auch aufgestiegen, konntest da nicht so viel mit zu beitragen. Aber das ist, glaube ich, nochmal auch ein geiler Push für dich selber, für deine mentale Ebene gewesen, dass du sagst, du spielst jetzt wieder voll, du bist aufgestiegen, du merkst, fußballerisch läuft es einfach bei dir. Denke ich, kannst du nur bestätigen, dass es positiv war, oder? Klar, also du hast ja ein ganz anderes Gefühl dann auch am Ende der Saison. Du hast denkst, geil, du hast was geschafft oder du warst jetzt nicht ein entscheidender, aber ein großer Baustein von dem Ganzen und hast du deinen Teil dazu beigetragen. Also klar ist das mental wichtig. Ja, ein komplett anderes Gefühl und auch fürs Selbstwertgefühl. Ne? Wie lange warst du insgesamt bei Dresden? 2 Jahre. Wie war das zweite Jahr? Richtig gut angefangen. Also hat alles gepasst. Und ich glaube, wir waren, müsste ich lügen, die ersten 5 Spiele haben wir, glaube ich, fast alle gewonnen oder irgendwie waren ungeschlagen und waren da oben mit dabei. Und wir haben halt als Truppe auch gebrannt. Da wollte jeder zeigen, dass wir zweite Liga spielen können. Und es war halt echt richtig geil, haben wir geile Siege gefeiert auch, auswärts in Rostock ein Derby gewonnen und so, vor voller Hütte. Also war schon geile Momente, die man da erlebt hat. Und dann halt leider Verletzungspech und dann, muss man sagen, kam wirklich ein Bruch bei uns so ins Team rein. Viele Spiele verloren, also wir haben dann, das war Wahnsinn, ich glaube, wir haben 5, 6, 7 Spiele, glaube ich, hintereinander verloren, wirklich verloren, sind dann halt logischerweise auch in der Tabelle durchgereicht worden und haben uns dann Ende der Hinrunde wieder so gefangen gehabt und sind dann, glaube ich, als 11. oder so sind wir in die Winterpause gegangen und hatten nach unten, ich glaube, 8 Punkte auf dem Relegationsplatz oder so. Ne? Also da ging es ja auch nur darum, die Klasse zu halten. Klar. Und hat dann soweit alles gepasst und dann, ja, kann ich mir bis heute nicht so wirklich erklären, haben wir es geschafft, in der Rückrunde kein einziges Spiel zu gewinnen. Boah. Und ja, also das war wirklich, ja, wir haben kein einziges Spiel in der Rückrunde gewonnen. Was hart ist. Natürlich Trainerwechsel dann gewesen und die üblichen Mechanismen dann gegriffen und ja, dann Relegation gespielt gegen Kaiserslautern und dann leider im Relegationsrückspiel komplett unnötig und bitter abgestiegen. Ich glaube, die Dresden-Fans werden sich noch bitter dran erinnern. An dieser Stelle, ich habe an dem Tag auch einen Stadionvlog gedreht, könnt ihr gerne abchecken und dann alle Dresden-Fans, die mir mal reinschreiben, raus aus dem Stadion oder was auch immer, ich supporte euch. Ich bin ein Fan von allen Dresden-Fans. Ich bin euer Fan, weil ich einfach geil finde, wie ihr drauf seid. Dann sag mir mal, bevor wir zu dem letzten Spiel kommen, was glaubst du, woran hat es gelegen, dass ihr so schlecht wart? Ihr wart schlecht, muss man ja sagen. Ja, also wie gesagt, einmal die Verletzten-Geschichte. Dann haben wir uns, glaube ich, also ich glaube, der komplette Verein und vielleicht auch die Mannschaft schon so ein bisschen, ich will nicht sagen zu sicher gefühlt, aber wir sind echt komfortabel in die Winterpause gegangen und dann rechnest du ja so ein bisschen dann diese 40-Punkte-Marke und dann rechnest du so ein bisschen, ja, 4, 5 Siege müssen wir noch holen, das reicht uns schon und die werden wir schon holen und so. Weißt du, redet man sich dann alles so ein bisschen schön und dann auf einmal ist dann, das ist halt schwierig im Fußball, dann auf einmal spielt halt auch das Mentale mit. Dann bist du auf einmal hinten, du gewinnst keine Spiele, dein Selbstvertrauen oder das Vertrauen der kompletten Mannschaft geht nach unten und dann kommt irgendwann, ich will nicht sagen Nervosität, aber auf einmal hast du dann was zu verlieren. Dann merkst du auf einmal, boah, kacke, die hinten gewinnen alle. Du bist jetzt absolut im Abstiegsstrudel drin. Ja, das gibt dann so eine Eigendynamik irgendwo, sowas, so eine Negativspirale, klar, die dann halt sehr schwer ist, irgendwie aufzuhalten. Und wieder rauszukommen. Das war dann halt Trainerwechsel im Prinzip komplett verpufft. Also hast dann oft, dass du ja einen Trainerwechsel auf einmal, alle brennen wieder, alle machen, du gewinnst wieder 1, 2 Spiele und das hätte uns ja schon gereicht. Aber im Spiel 0-0 war ja gar nicht so schlecht gewesen. Das war, also wenn ich das so vorher gewusst hätte von der Konstellation, hätte ich blindes 0-0 unterschrieben in Lautern. Mhm. Also weiß man ja auch mit dem Publikum dann da Betzenberg, dass das heiß wird, das hätte ich unterschrieben. Und dann musst du halt auch ganz einfach sagen, wenn du ein Heimspiel
gegen einen Drittligisten nicht gewinnst, also von der Konstellation her, dann hast du es halt auch nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Wo man sagen muss, zwei echt kracher Fanszenen haben da aufeinander getroffen. Ne? Ja. Es war ein ganz wildes Spiel. Ja, zwei Wahnsinnsatmosphären beides mal. Emotionen haben sich auch aufgestaut bei den Fans über die ganze Saison. Dann kam es ja noch zu diesen berühmten Ausschreitungen da auf Held, wo Böller geworfen wurden, wo, was weiß ich, Flaggen angebrannt worden sind. Also es war verrückt. Dann seid ihr abgestiegen und für dich war die Zeit auch vorbei in Dresden. Genau, aber das war so im Prinzip nicht geplant. Also ich bin dann, wie gesagt, hat mich relativ schwer verletzt dann in dem Spiel und bin dann auch, in Dresden war dann auch kompletter Umbruch. Also viele Spieler hatten keinen Vertrag für die dritte Liga, Trainerwechsel und wieder komplette Neuausrichtung, sag ich mal. Bin ich halt auch relativ spät erst zur Mannschaft gestoßen. Also sie hatten, glaube ich, schon drei Wochen trainiert gehabt und wie gesagt, neuer Trainer und mit dem hatte ich eigentlich positive Gespräche und ein gutes Telefonat auch gehabt und so. Und dann kam halt jetzt das Angebot oder die Chance, hier ins Ausland zu wechseln. Und war dann erstmal, musste natürlich dann erstmal abchecken, ne, wie der Verein jetzt plant und deine Rolle irgendwo einschätzen. Klar schicken die mich jetzt nicht weg, dass die mich mit meiner Qualität oder irgendwo in der dritten Liga gern behalten hätten, ist ja klar. Aber dass ich da einen relativ gut dotierten Vertrag halt hatte, glaube ich, so vom Ranking her und dass sie vielleicht auch jüngere Spieler pushen wollen auf der Position und so. Also das war so ein Gesamtpaket, wo ich gesagt habe, okay, man könnte für beide Seiten eine vernünftige Lösung finden. Und dann sind natürlich auch Gespräche dann mit dem Verein hier gelaufen. Und dann war für mich relativ, ja, also ich will nicht sagen schnell klar, weil es schon eine große Entscheidung ist, ne? Aber für alle, die nicht wissen, wo du jetzt spielst, dann du spielst in der Türkei, bei genau, Manisa. Genau. Das ist in der Nähe von Izmir. Ja, ist natürlich eine relativ große Entscheidung gewesen. War mir dann aber, also es musste eine Entscheidung dann halt her. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, das gerne machen zu wollen. Und hatte dann auch wirklich sehr faire Gespräche mit dem Verein. Also gerade auch Dresden hat sich da sehr fair und vernünftig verhalten und waren da auch lösungsorientiert, dass da was Vernünftiges zustande kommt. Und ja, so ist es dann gekommen. Und ja, jetzt sitze ich hier. Wie ist das Leben hier? Umstellung? Ausland das erste Mal, fällt mir gerade auf. Türkei, alles neu, anderer Fußball, ganz andere Mentalität, weit von Darmstadt entfernt, wo du zu Hause bist. Also ist jetzt nicht gerade um die Ecke. Wie ist es alles? Erzähl mir, wie sind deine ersten Eindrücke? Ja, cool. Also Leben macht richtig Spaß. Sportlich ist es anders. Mhm. Also man muss schon Abstriche machen. Also man hat ja teilweise deutlich kleinere Stadien. Es ist doch die zweite türkische Liga, genau, für alles jetzt alle. Genau. Ja, wie soll ich sagen, das Niveau im Team, also oder in allen Teams, du hast halt dann Mannschaften, da spielst du gegen Ryan Babel zum Beispiel. Mhm. Aber bei Ryan Babel im Team ist dann auch einer, der hat vielleicht Regionalliga-Niveau in Deutschland so. Also da ist so die Waage, die ist da relativ. Ja, ganz große Spanne von der Qualität. Genau, genau. Und das merkst du halt natürlich auch bei uns oder in der kompletten Liga. Aber wie gesagt, macht Spaß, hier neue Sachen kennenzulernen. Ich fühle mich hier ehrlicherweise sehr wohl und ja, bin froh, die Entscheidung so getroffen zu haben. Du hast jetzt noch ein Jahr Vertrag. Wie sieht's aus? Sieht man dich nochmal in Deutschland irgendwann? Eventuell bei Darmstadt oder vielleicht irgendwo in der Bundesliga. Komm zu Hertha BSC. Ich glaube, die brauchen gute Spieler. Hertha BSC, Männer, wenn ihr das seht, macht mir nicht mein Herz kaputt. Also, wenn die jetzt unbedingt wollen, dann würde ich natürlich schwer Nein sagen. Aber würdest du Hertha kommen, wenn Hertha den Vertrag anbietet, oder? Na, dann würde ich hier ins Meer springen und würde irgendwie nach Berlin schwimmen. Hertha BSC, Zecke Neuendorf. Wie sieht's aus? Kai Bernstein, mach den Vertrag ready. Yannick Stark, willkommen. Nein, man kann ja auch seinen Marktwert irgendwo so ein bisschen einschätzen. Klar. Und also ich muss sagen, ich würde gerne hier bleiben. Fällt mir alles sehr gut hier. Und hier wird man auch anders wahrgenommen. Also in Deutschland habe ich so das Gefühl, ist man als Ü30-Spieler relativ schnell verbrannt. Also so Erfahrung ist da nicht viel wert. Oder? Was heißt nicht viel wert? Ist, glaube ich, nicht mehr so gewollt. Also da will jeder gefühlt irgendein Juwel, ein günstiges aus der Jugend irgendwo schnappen, was sie dann für mehrere Millionen verkaufen. Diesen Verkaufswert werde ich jetzt nicht mehr haben. Ja. Hier anders, also ich fühle mich auch fit oder ich bin fit. Na, so alt bist du ja gar nicht, weil wir jetzt so viel geredet haben, denkt man, du bist schon 40 und bist schon keine Ahnung was, aber du bist 32 Jahre alt. Aber in Deutschland gilt man da als Fußballer alt und hier sind halt viele Jungs, die mit 35 noch ihr Ding machen. Und hier kann man halt locker bis 35, 36 kannst du hier spielen. Mhm. Dann lass uns zu den abschließenden zwei Fragen kommen. Wer war dein bester Gegenspieler und wer war dein bester Mitspieler in deiner ganzen Karriere? Boah, mein bester Gegenspieler? Ja, wahrscheinlich das Pokalspiel, ne? Mhm. Da darfst du dir einen aussuchen. Sag du mir einen. Von wem warst du richtig überrascht oder wo sagst du, der hat mich auseinandergenommen? Oder nicht dich, vielleicht die ganze Mannschaft? Da fällt mir so, gerade weil wir es drüber gesprochen haben. Wir hatten ein Pokalspiel mit Frankfurt gegen Wolfsburg gehabt. Mhm. Und da war mein direkter Gegenspieler, war Diego.
Und der hat mich komplett auseinandergeschraubt. Wenn ich überlege, ich sag's immer wieder, wenn man überlegt, was für geile Spieler in Deutschland auch gespielt haben. Der muss ich sagen, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also obwohl die ganzen anderen Raketen da aus Dortmund, aber Diego, weil es halt auch mein direkter Gegenspieler war, also der war schon, boah. Wer war dein bester Mitspieler? Bester Mitspieler? Hamid Altintop vielleicht? Bei Darmstadt, ne? Mhm. Bei Darmstadt, mit dem habe ich ein halbes Jahr zusammengespielt. Der war schon krass, also der war zwar zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 34, 35, und jetzt von den Bewegungen halt nicht mehr der Flinkeste. Kam der da aus Madrid? Oder war der davor nochmal woanders? Weißt du das? Ich glaube, Gala war der. Stimmt, stimmt, stimmt. Der war in der türkischen Liga normal, genau. Boah, wenn wir den hier für ein Interview reinkriegen, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob wir Hamid Altintop hier zum Interview kriegen. Das wäre ja ganz wild. Also dein bester Mitspieler Hamid, ja? Hamid und, ja, Sandro war auch krass, Sandro Wagner. Wenn wir den zu einem Interview kriegen, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr sagt, Yannick Stark soll uns Sandro Wagner hier zu einem Interview besorgen. Der ist ja der Zone-Experte. Da können wir, glaube ich, viel philosophieren. Mit dem müsste man einen Podcast machen. Ich glaube, der hat eine Menge zu erzählen. Der hat eine Menge zu erzählen, ne? Geiler Typ. Dann lass uns zu der letzten Frage kommen. Du warst jetzt Fußballprofi, ganz viele Zweitligaspiele gemacht, erste Liga leider nicht. Heißt ja nicht, dass es nicht noch passiert. Oder? Man weiß nie, was die Zeit bringt. Fußball weiß man nie. Dann lass uns zu der letzten Frage kommen. Was würdest du einem jungen Spieler oder was würdest du deinem früheren Ich mitgeben als Tipp, um den Erfolg oder um den Weg gut zu gestalten? Schwer. Also ich glaube, von Anfang an, du musst komplett überzeugt irgendwo von dir sein, von deinen Qualitäten überzeugt sein. Auch wenn irgendwie mal Rückschläge kommen, weil die werden definitiv kommen. Also ich glaube, die wenigsten... Das sind irgendwelche Weltstars, wo es immer nur bergauf geht. Also man muss mit Rückschlägen klarkommen und man muss auch wirklich ganz bewusst auch bereit sein, auf Dinge zu verzichten. Also gerade im Jugendalter, also wenn ich da an meine Jugend zurückdenke, da war irgendwie legendäre Klassenfahrten. Da war ich halt seit der 10. Klasse oder seit der 9. Klasse, habe ich keine Klassenfahrt mehr mitgemacht oder irgendwelche Abschlussfahrten. Oder wenn es dann losgeht, das erste Mal in die Disco, Alkohol trinken, Mädels kennenlernen, irgendwas. Also klar, hast du auch deine Mädels kennengelernt irgendwie, aber... Da war halt oft, wo ich gesagt habe, sorry Jungs, ich bin nicht dabei, ich habe morgen ein Spiel, irgendwie A-Jugend-Bundesliga oder Regionalligaspiel oder keine Ahnung was, ne? Oder 18. Geburtstage, was weiß ich, da sind so viele Sachen, die halt irgendwo auf der Strecke bleiben, aber wo man halt bereit sein muss, die irgendwo zu opfern. Das ist, denke ich, ein super Ende. Yannick Stark, ich danke dir vielmals, dass du bei diesem Format mitgemacht hast. Freunde der Sonne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like auf das Video da. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wem ihr als nächstes bei diesem Format hier sehen wollt. Eventuell mit deiner Hilfe kriegen wir den einen oder anderen noch mal ran. In diesem Sinne, danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.